Wir sind ihr heute Abend live dabei auf Twitch oder auch herzlich willkommen euch, die zeitversetzt auf YouTube die Aufzeichnung schaut. Heute Abend macht sich der Silas Bitterli wieder auf den Weg, die Kunst vom Metal zu reflektieren, zusammen mit unseren Gästen. Und hoffentlich denkt ihr einfach auch mit, aktiv, und bringt eure Fragen dann auch ein, die Fragen an unsere Gäste. Für das haben wir unsere WhatsApp-Nummer 079 739 09 59. Ich freue mich, wenn ihr die Fragen stellt. Ich bringe sie dann im letzten Teil vom Abend ein ins Gespräch. Und von dem her habe ich nicht viel mehr zu sagen. Euch habe ich willkommen geheißen. Herzlich willkommen, Miril und Elia Schmidt von Ascara. Danke. Danke. Ja. Premiere heute in verschiedenen Bereichen. Das erste Mal zwei Gäste gleichzeitig, das erste Mal eine Frau, das erste Mal Wein statt Bier auf dem Tisch. Genau, es ist alles erlaubt. Jeder kann sein Gift selber wählen. Ja, ich bin gespannt. Wir haben ein paar Sachen mitbekommen. Der Sam hat euch schon ein paar Fragen gestellt, so ein zur Vorbereitung, hat so ein Sachen geschrieben und ich durfte das lesen. Ich habe nicht ganz so viel Zeit gehabt, mir richtig mitzudenken diese Woche. Der Booster-Shot hat mir noch ein bisschen mehr zu Nicht-Denken gegeben diese Woche. Genau, ich bin noch ein bisschen flach gelegen, aber jetzt kommt es gut. Ja, ich bin gespannt. Ich kenne euch so ein bisschen halbwegs. Wir sind uns an verschiedensten Ecken schon mal begegnet. Aber so richtig Ahnung, wer ihr seid, habe ich eigentlich gar nicht. Ist mir dann aufgefallen, als ich es gelesen habe. Dachte, das habe ich noch nie gehört. Ah, spannend, spannend. Ja, erzähl doch ganz kurz, so ein bisschen, wer ihr seid, was macht euch aus? Genau. Ja, wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt. Wir sind jetzt seit 6 Jahren verheiratet. Seit auch 10 Jahren haben wir zusammen eine Band, Ascara, wo wir zusammen Musik machen. Was ist zuerst? Zuerst war es Beziehung. Aber also, kurz vorher. Aber es war ein ereignisreiches Jahr gewesen, vor 10 Jahren. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Ja. Ich bin auf Basel gezügelt, um Geschichte und Deutsch zu studieren. Und dort habe ich dich dann eben auch kennengelernt. Genau, jetzt bin ich auf Stellensuche. Du hast einen anderen Hintergrund, du hast auch studiert. Ja, genau. Ich habe Wirtschaft studiert. Und ja, jetzt bald seit 10 Jahren eigentlich im Eventmanagement und Marketing tätig. Aktuell wieder ein bisschen mehr Eventmanagement, wobei die beiden Gebiete sind Hand in Hand. Das kann man nicht ganz so trennen. Genau. Also bist du dort selbstständig oder hast du Nein, ich arbeite seit letztem September. Ich arbeite bei einer Stiftung in Basel. Swiss Kids Foundation nennt sich das, wo auch ganz frisch gegründet ist. Wegen dem ist vielleicht nicht nur ein Eventmanagement-Thema, sondern eben auch alles, was sonst dazu kommt, wenn man neu startet. Aber es ist, ich bin normaler Angestellter. Genau. Ja, du hast gefragt, was macht uns so aus? Außer die Liebe zueinander, natürlich die Liebe zu der Musik, zum Metal. Genau, wir haben uns eigentlich an einem Festival kennengelernt, am Blast of Eternity. Und ja, ich weiss noch, wo wir geheiratet haben. Wir haben am Freitag Standesamt und Chile. Und am Samstag haben wir zusammengezügelt. Und am Samstagabend, völlig kaputt, sind wir noch ins Z7 das Konzert schauen. Humford, das war mega cool. Wir waren zwar völlig flattig, aber. Ja, das gehört irgendwie so dazu, zu unserer crazy. Beziehung. Schöne Erinnerung. Last of Eternity, das ist ein Festival, wo mir jetzt auch jeder, der zuschaut, steinigt, weil ich das nicht weiss. Wo ist das? Das ist eines von den legendären Sachen, die ich einfach bis jetzt immer verpasst habe. Das Blast of Eternity ist in Deutschland, Neckarsulm bei Heilbronn. Also okay. Für uns Schweizer noch relativ gut erreichbar, ja. Oder? Mhm. Ist das das? Nein, das ist nicht das, was sie vor ein paar Jahren mal wegen einem Umwetter haben müssen bremsen. Das war nicht das, oder? Nicht, dass ich wüsste. Okay, das hat zum Namen gepasst. Egal. Ja, genau. Und von dem her ist das noch so etwas, was man ab und zu mal machen kann, um dort anzufahren. Ja, okay.
Also ihr seid unterwegs dorthin, aber ihr kennt euch unterwegs noch nicht. Oder doch? Nein. Ihr kennt euch nicht, aber ihr habt gefunden, machen eine Fahrgemeinschaft. Wie ist das gegangen? Könnt ihr das irgendwie kurz... Wir haben... Also ich habe unseren jetzigen Drummer von der Band kennengelernt, wo mir von dem Festival erzählt hat und dass sie eben mit einer Gruppe Männer an das Festival gehen. Und wer dort so alles spielt, und ich habe das Festival nicht kennt, aber die eine Band, und ich habe gesagt, hey, ich will unbedingt mitkommen, könnt ihr mich mitnehmen, geniale Band. Und dann haben sie mich mitgenommen und du bist der Fahrer gewesen von dieser Fahrgemeinschaft. Genau, also ich habe eigentlich von mir ist die Idee gekommen, dass wir als Gruppe überhaupt gehen. Ich habe gefunden, es ist ein cooles Line-up, wir müssen gehen. Und dann ist eben eigentlich eine Woche vorher die Anfrage vom einen gekommen, können wir noch eine mitnehmen? Die ich kennengelernt habe. So ein bisschen. Ja. Genau. Und dann hat es gefunkt an diesem Wochenende. Und irgendwie, ja, kurz später, durfte ich den Pianist ersetzen von eurer Band damals. Und dann haben wir angefangen, eigene Sachen zu schreiben, eigene Musik zusammenzubringen. Ja, und dann eigentlich noch das Cara gegründet, letztlich. Ja. Genau. Das ja, wirkt. Wie eine von diesen absurden Zeitreisen-Stories, oder? Wo dann einer aus Versehen irgendwie auf ein Moskito drückt und merkt es irgendwie, gar nicht. Menschen mit vier Augen oder so. Du, alles, schon bist, es ist alles so ein bisschen in dem Moment, oder so. Das ist ja, wirklich so, ja. Das ist wirklich so, ja. Welche Band und genau. Ja. Aber ihr habt schon vorher die Musik gehört und es war so ein bisschen in dem Ding gewesen, so. Ja, also ich bin jetzt mehr aus dem Core-Ecken noch gekommen. Okay. Metalcore, die ganze Geschichte. Ich habe Metal eigentlich nicht so gekannt. Ich bin nicht so wirklich in der Szene drin. Ich wusste, die Musik gefällt mir. Und ja, du hast mir dann eigentlich auch so ein bisschen den Horizont eröffnet für jo, Metal. Ja. Ja, wobei du hast auch eben so Elu und so hast du schon auch gelost. Ja, das stimmt. Aber also eben der eine Song, den wir vielleicht dann auch können, hören können, das ist sehr subtil. Genau, das ist die Erinnerung für uns auf dem Heimweg von dem Festival schon so ein bisschen am Funken gsi und dann haben wir, du hast mir Morphia gezeigt, du hast Morphia laufen lassen im Auto, eine Band, die uns beide mega begeistert, immer noch, die uns auch ja, musikalisch beeinflusst hat, unseren Stil, würde ich jetzt mal sagen, das, was wir jetzt spielen mit der Band, schon auch beeinflusst hat, ja, und ja, das ist so. Und wie du richtig gesagt hast, also vorher war Metal definitiv Thema. Ich habe vor Ascara auch schon in einer anderen Metalband ein bisschen Erfahrung können sammeln und natürlich einfach als vor allem Konsument letztendlich, oder an Konzerten, an Festivals schauen und einfach die ganze Sache konsumieren, feiern auch letztendlich und geniessen. Ja. Also. Das hören wir doch. Wir hören von Morphia Meaning of Forever One. Ist das aus einem Konzept, oder? Also auf diesem Album haben sie Part 1 bis 3 von dem, mit dem gleichen Songtitel. Von dem her, ja. Konzept. Also, das hören wir jetzt. Rückfahrt von einem Festival, wir haben es mehr kennen, es hat schon gefunkt. Und dann gründet man zusammen, also wir kommen irgendwie zusammen und dann gründet man zusammen eine Band. Ich habe das, was ich gehört habe, so im Sinn von, ah, ihr seid ein Paar und in einer Band, sind für mich all die Bilder wieder in den Kopf zurückgekommen von meiner Gymnasiezeit, wo wir immer allen geraten haben, wir sollten nicht Beziehungen innerhalb von Bands führen. In meiner Gymnasiezeit, wo ich mich erinnere, gibt es so zwei, drei Bands in meinem Kollegenkreis, die dann irgendwie wegen irgendwelchen Beziehungsdramen verserbelt sind. Das ist ja nicht nur einfach, oder? Irgendwie, wie habt ihr das erlebt? Also ich kann vielleicht gerade darauf eingehen. Also wir zwei haben natürlich nicht alleine die Band gegründet. Und das ist eigentlich auch aus einem Konstrukt herausgekommen, wo wir Herren, sage jetzt mal, schon unterwegs waren, um zusammen musizieren. Und dann ist das im Raum gestanden. Und ich habe dort auch relativ klar von Anfang an gesagt,
Ich bin logischerweise dafür, dass sie in die Band kommt, oder? Aber ich habe eigentlich auch die Verantwortung ihnen abgegeben. Genau aus dem Grund, was du jetzt beschrieben hast, habe ich gesagt, schaut, wenn wir je ein Problem in der Beziehung haben, betrifft das immer die Band und dann wird einer aus der Band rausfallen. Und darum habe ich eigentlich wie die Entscheidung ihnen überlassen, wenn ihr das oder wenn ihr das nicht, sollen wir die Miriam anfragen. Und dann haben sie gesagt, doch, Miril passt, wir wollen es probieren. Und es ist gut rausgekommen in unserem Fall, was natürlich nicht selbstverständlich ist, aber umso schöner, wenn man es kann. Es ist wirklich nicht selbstverständlich, oder? Das ist immer eine mehrschichtige Sache, oder? Das Musik machen. Es ist ja irgendwie emotional und eben Gruppendynamik und wenn das dann aufgeladen ist mit wirklich Persönlichem, dann kann das schon sehr herausfordernd sein. Aber es ist eben auch schön, wenn das auch zusammenfließen kann und wenn man dann eben von all diesen Ebenen irgendwie auch kann zehren, oder? Das ist cool. Wie funktioniert es in eurer Band? Kann man da sagen, wer gibt den Ton an? Gibt es einen klassischen Leader? Oder ist das, kann man sich das irgendwie vorstellen bei euch? Also ich bin natürlich Diva. Nein, eigentlich sind wir alle gleichberechtigt. Wir sind eine demokratische Band. Aber ich würde mal sagen, du hast in vielen die Verantwortung und bist auch ja, in vielen Funktionen hast du, eine Bandleitung. Ja, also wir haben das auch mal so dann definiert. Wir haben das zuerst bewusst nicht definieren und einfach gemerkt, das braucht es. Und dann haben wir es auch so definiert, dass ich die Rollen übernehme und de facto auch innen habe. Aber das ist auch oft vor allem nach Hause gerichtet. Sage ich jetzt mal, in der Band, innen selber ist, wie sie richtig gesagt hat, eigentlich eine gleichberechtigte Sache. Es ist nicht der eine Seite, wo es durchgeht und so ist es. Aber gerade in der Kommunikation dann noch mit außen ist es einfach notwendig, dass man irgendeine Leitfigur hat. Und der Job ist mein. Du hast vorhin als Witz gesagt, ich bin natürlich die Diva. Was hast du das Gefühl, wie dass du überkommst als Frau auf die Bühne? Nein, grundsätzlich, es ist ja wie einfach die Vorstellung, dass man eine Sängerin hat bei einer Band von Männern, die Musik spielt, die tendenziell viel mit Männern identifiziert, also Metal wird tendenziell eben mit irgendwie Männlichkeit und bla bla. Also nicht nur, aber einfach so ein bisschen identifiziert und dann hat man irgendwie eine starke Frau und bam. Und wie nimmst du das wahr? Was hast du das Gefühl, wie kommst du bei Leuten an und wie hast du gelernt, mit dem umzugehen? Also ich musste definitiv lernen, damit umzugehen. Ich bin es immer noch am Lehren, dass man als Frau einfach anders, ich finde schon, beurteilt wird oder einfach wahrgenommen wird auf der Bühne. Also wir sind auch lang oder werden immer noch in die Female-Fronted-Schiene reingedrückt, obwohl... Okay. Als ob es ein musikalisches Genre wäre? Ja, genau. Okay. Genau, einfach wir machen Female-Fronted-Musik. Was einfach nicht stimmt, weil du eigentlich den gleichen Gesangspart hast wie ich und ich spiele auch noch Klavier. Also ich bin nicht eine reine Frontfrau und das ist uns dann auch lange wichtig gewesen, dass ich auf der Bühne auch immer Klavier spiele, dass man wie sieht, ich bin nicht die Frontfrau, weil ich das auch nicht sein wollte. Was macht denn für dich das Female Fronted, was ist denn der negative Beigeschmack, den du möchtest vermeiden? Eine Diva. Also eine Diva, also ich würde mal sagen, ich bin keine klassische Frontfrau von meinem Charakter her. Ich bin eigentlich nicht unbedingt gern im Mittelpunkt oder durch mich. Ich bin nicht die extrovertierte Frau, die es liebt, einfach zwei Stunden lang die Einzige auf der Bühne zu sein, die irgendwie Aufmerksamkeit bekommt. Ich bin schon auch eher eine introvertierte Frau. Ich bin auch immer herausgefordert wegen dem auf der Bühne.
Rückmeldungen am Anfang, also die ersten paar Konzerte waren auch, ja, eure Sängerin ist so arrogant, was mich dort mega mögen hat, weil ich einfach introvertiert oder scheu war, aber wenn du als Frau in einer Ruhige bist oder halt nicht so der sprudelnde Sanguiniker, sage ich jetzt, dann heisst es dann, ah, die redet nicht mit mir, die ist dann auch noch arrogant. Oh nein, oder? Ja. Und bei also kannst du fast nur verlieren, oder? Ich finde, also ja, ich habe das dann schon so gefunden. Und bei einem Mann würdest du das nie sagen, wenn er nicht mit dir schwätzt, ja, das ist, also ich finde das auch noch brutal, weil im Metal, also wenn ich männliche Sänger anschaue, das ist ja also viel Theater dabei, oder? Es ist viel, der, wie hat das vorletzt jemand gesagt, es gibt so ein paar Moves, weißt, so wie die Sonne runternehmen oder es gibt so ein paar so Moves und das ist ja wie, ja, das ist ja nicht natürlich. Also wenn du irgendwie daheim unter der Dusche singst, nehme ich nicht an, dass du irgendwie, es ist ja wie, klar, es ist ja überzeichnet und eben das, und ich habe schon gesagt, eben das Dominanzding, oder? Das ist ja, und bei Männern hat man das einfach gesehen und hat das Gefühl, ja, das ist Show und so. Und er macht es eben eine Frau und er ist so wie, die ist auch wirklich so, oder? Ja, genau, genau. Also es gibt sowieso die Stereotypen, Frauenfiguren auf der Bühne. Entweder bist du Rampensau, so wie alles schon White Glass oder so. Oder dann bist du das feine Püppli, die Fee mit den Locken, wo irgendwie, eben, man hat dann so seine Stereotypen und dazwischen ist es recht schwierig und eben, mich hat das auch recht herausgefordert. Ja, und Spannende ist ja eigentlich auch noch, dann noch hat, Frontfrauen unter sich. Das ist dann nochmal ein anderes Thema und nochmal eine andere Sicht, oder? Die gehen auch wieder anders miteinander um als der Sänger von Band A und der Sänger von Band B. Wo wir auch schon beobachtet haben, oder? Den, ich sage jetzt mal, wir Bandkollegen, und irgendwie, du merkst so das Abtasten von Frau mit Frau und wie ist jetzt die drauf, ist jetzt die ein Püppli oder nicht? Und das Mann irgendwie, keine Ahnung, bist vielleicht eher mal irgendwie, oh, ich habe dir auch ein Bier mitgebracht, wer bist du? Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, also das ist einfach so, wie ich es auch schon erlebt habe als Frau. Irgendwie bist du viel schneller noch so ein bisschen auf der Konkurrenzschiene. Also wenn jetzt nach dir die nächste Band kommt, die auch eine Sängerin hat, dann musst du grad, also ja, es ist gerade so ein bisschen das Und bis du dann mal hinter der Bühne, Backstage, irgendwie ein bisschen kannst einbrechen, ist es nicht immer einfach, aber wenn, dann ist es mega toll, weil dann merkst du eigentlich an, wir Frauen werden, also ja, ich, das ist etwas, was ich gerne noch mehr würde sehen, so ein bisschen Frauen im Backstage, irgendwie, dass man sich mehr findet oder mehr zusammenhaltet, statt so was. Aber ja, das ist jetzt ein bisschen abgeschweift. Ja. Nein, das ist gut, das ist cool, mal eben an diesem Tisch eben mal eine weibliche Perspektive auf die ganze Sache zu haben. Ich denke eben, wir haben dann mit dem Schaller, oder? Scheller, wie heisst er? Scheller, haben wir geredet, er hat ja irgendwie eine Arbeit geschrieben, über, also eine wissenschaftliche Arbeit über die Rolle vom Bart und so. Und da ist ja viel eben, ist so ein bisschen darum gegangen, über eben Metal und Männlichkeit und so. Und das ist eben cool, mal so ein eine andere Perspektive auch drin zu haben. Etwas anderes, was du angetönt hast, noch wegen auf der Bühne herausfinden, wie dass man irgendwie kann sich sein, aber es ist ja gleich irgendwie auch eine Rolle, die man übernimmt. Und das ist etwas, was mich wundernimmt. Ich schaue jetzt gerade mit den einen Schülern, schaue mir gerade Bohemian Rhapsody, oder der Film, und schaue nachher auch ein Doku über Queen. Und im Film Bohemian Rhapsody sagt der Schauspieler, der Freddie Mercury spielt, wie, nur wenn ich auf der Bühne bin, dann kann ich wirklich mehr sein. Und in der Doku sagt der echte Freddie Mercury, nein, auf der Bühne bin ich doch nicht ich. Das ist doch einfach eine Rolle, die ich spiele. Und ich habe das so witzig gefunden, dass so die Aussenwahrnehmung, die man einer anderen Person aufdrückt, dann wieder schon so eine andere ist. Und ich denke, ja, aber bei diesem Film war irgendwie der Rest der Band ist eigentlich Beisitz gewesen und hat ja eigentlich können irgendwie. Und dann habe ich gemerkt, eben, dass das Innen-Aussen-Ding auf der Bühne ist sehr, sehr schwierig. Wie ist das für euch? Wann habt ihr das Gefühl, bin ich auf der Bühne? Wie macht ihr das?
Dass ihr nicht nur eine Rolle seid oder dass ihr irgendwie nicht nur verletzbar seid. Wie findet ihr diesen Balanceakt? Also ich glaube, jeder von der Band beantwortet die Frage letztlich anders und muss sie auch individuell beantworten. Ich kann nur für mich sagen, ich finde, und das ist spannend, da kommt mir etwas ein, was mir der Sammy auch schon gesagt hat, ich bin ein sehr, wie soll ich sagen, vielseitiger Mensch. Und ich höre das auch immer wieder, oder? Dass Leute, die mich neben der Bühne noch kennen und dann mal etwas von der Bühne sehen, so, das bist gar nicht du. Aber ich finde, das ist genauso viel von mir. Ich finde es einfach deplatziert, das, was ich vielleicht auf einer Bühne auslebe, dann noch, keine Ahnung, im Büro auszuleben. Ich sitze nicht headbangend im Büro, aber auf der Bühne kann ich dem voll geben. Und das bin genauso ich. Bei Kaffeepause alle angerollen, gell? Ja, genau. Aber das wird so cool. Ich habe eher gemerkt, ich muss lernen, zu dem auch stehen und das in allen Bereichen zu vertreten. Und zu sagen, nein, das bin 100% ich. Das ist nicht ein Schauspieler. Es ist einfach, dort hat das seinen Platz und dort hat etwas anderes seinen Platz. Oder? Mhm. Das ist genau gleich, wie der Sammy auch nicht wird auf einer Beerdigung headbangen und der Freddie Mercury hat wahrscheinlich auch nicht, unter dem Weihnachtsbaum die krassesten Sachen abgeliefert. Ja. Aber es ist eine Spannung, ja. Ich finde schon. Also ich finde, es ist ein wie ein Instrument, die Orgel, das wir hier so schön sehen, wo du unterschiedliche Register ziehst an einem anderen Ort und gleich bist du immer noch das gleiche Instrument. Aber eben, es ist auch eine Chance, auf der Bühne wie eine Möglichkeit zu haben, auszuprobieren, was ist alles noch in mir drin, was habe ich alles noch für Charakterzüge oder für was ist noch alles Teil von mir, den ich gerne auf der Bühne möchte rauslassen. Und das ist einfach ein Lernen, ein Prozess und ein Reflektieren auch. Und eine Herausforderung. Ist der Gedanke, selber solche Musik zu machen, ist das früh gekommen? Also, wie war die Reihenfolge? So mit irgendwie selber Musik machen und Metal hören und selber Metal machen. Wie ist das so in eurem Leben gelaufen? Also, ich habe, glaube, mit 13 das erste Mal Evanescence gehört am Radio und dann habe ich gewusst, ich will auch so Musik machen. Und dann ist es noch ein paar Jahre gegangen. Ja, also es ist definitiv vor der Band der Wunsch da gewesen. Das war ein mega, mega tolles Erlebnis gewesen, dann in die Band können einsteigen und das anfangen selber. Was war das an Evanescence? Was dich dann fasziniert hat? Kannst du dich noch erinnern? Also die Stimme natürlich von Emily. Und einfach die, also das war noch das erste Album gewesen, Fallen. Einfach die Atmosphäre, die Vielschichtigkeit, die Energie, die drin steckt, das Emotionale. Das hatte ich auch kurz so einen Moment gehabt, wo sie irgendwie plötzlich so im normalen Radio ist ja. So ein bisschen so Zeug gelaufen. Ja. Ein Jahr, zwei, drei, kann mich erinnern. Und dann ja. Ist das irgendwie auch schon wieder ein bisschen, aber... Ist auch noch so ein bisschen mit der Nu-Metal-Welle ja. So mitgeschwommen. Ja, also bei mir war auch definitiv zuerst Musik. Ich habe Bass spielen, habe ich erst mit 16 angefangen. Relativ spät eigentlich. Ja, immerhin. Und, ja, immerhin. Ja, also ich bin froh, ist es dazu gekommen. Jedes Jahr hilft. Ja. Ja, genau. Ich will nicht erwähnen, wie lange ich schon spiele, sonst wird es peinlich. Nein, aber ja, das ist schon zuerst gewesen. Und ein Stück weit am Anfang ist schon so, also ich sage jetzt mal, Teenager-Romanze. Ich werde dann mal in einer Band spielen. Und dann irgendwo wirst du aber auch damit konfrontiert, dass Metal ja eigentlich technisch relativ viel abverlangt, oder? Also das ist dann auch so ein bisschen zurückholen in die Realität, ist schon gewesen. Aber der Wunsch hat eigentlich noch immer begleitet. Und ich habe es vor kurzem erwähnt, ich habe dann auch eine Metal-Band
gehabt, die ist immer wieder mal aktiv, wieder weniger aktiv. Es gibt sie theoretisch noch, aber das ist wie im Hintergrund geraten. Aber so, das hat begleitet, immer das Ziel. Ich finde gerade als Bassist, allein spielen ist so tot langweilig. Du brauchst eine Band und dort geht das, dort funktioniert das. Und wenn es dann noch die Musik ist, die einem gefällt, dann umso mehr, oder? Du hast eben gesagt, Evanescence, so als spontane Erinnerung. Was war deine erste Metal-Band oder Scheibe? Oder was ist so, an was machst du dich erinnern? Also die allererste Metal-CD, die ich gekauft habe, war Metal Church. Passend zum Veranstalter. Sehr gut, ja. Das Album Hanging in the Balance. Und ich mag mich noch gut erinnern, ich bin dort mit einem Kollegen in so einer CD- und Plattenladen zu Basel rein und wir haben uns durch Verschiedenes durchgelost, haben also ein bisschen New Metal und Punk und weiss nicht was. Und ich habe die gesehen, angelost und gefunden, das ist es. Habe die gekauft und dann weiss ich noch, die Kassierin ist gekommen und du willst Metal Church? Wie alt bist du? Es gibt noch junge Leute, die Metal Church hören. Das war ihr Kommentar. Und ich bin mir vorgekommen, so, habe ich jetzt etwas Falsches gemacht? Ist es eine scheiß CD? Oder? Also, weißt du, irgendwie, ja. Aber ich habe es dann gleich gekauft und ich finde es nach wie vor eine der genialsten CDs, die ich habe. Und habe wegen dem, ich nehme mal auf das, willst du raus? Ja, ich habe ein Songbeispiel von diesen Songs mitgebracht. Dazu mal mit 13 schon genial gefunden und heute immer noch voll dabei, wenn es um Metal Church geht. Sehr gut. Ja, eben, ihr habt Songs mitgenommen, ein paar einzelne, ein paar gemeinsame und eben einer von deinen ist eben der erste Song. Und den hören wir jetzt und zwar ist es von Metal Church, Gods of Second Chance. Das war Metal Church und wir sind auch ein Anlass für Metal Church. Und ein Thema, das wir eigentlich mit unseren Gästen immer auch ansprechen wollen, ist, was jetzt das ganze Heavy Metal und Musik-Ding irgendwie auch mit irgendwie Kirche oder Spiritualität oder Glauben zu tun hat. Und dir habt auch glaub, etwas zu erzählen dadurch. Was ist so euer Bezug zu Glauben und Spiritualität? Seid ihr mit so etwas aufgewachsen oder ist es irgendwann mal reingekommen? Wie ist das bei euch? Wir sind beide mit so etwas aufgewachsen. Ja, es ist einfach wie, es muss einfach jeder selber formulieren, weil ich komme meistens nicht, also es ist so wie, es gibt so ein paar Schubladen, die man machen kann. Und dann ist es wie so eine Messi-Schublade, oder? Mit ganz viel Zeug drin, das eigentlich nicht zusammengehört. Und dann ist jemand, ja, das kenne ich. Und dann denkst du so, ja, stopp. Und dann, wenn du das selber kannst beschreiben und kannst Wörter wählen, dann kann dann jemand, der zuhört, merken, das ist noch spannend. Und wenn man hat gesagt, ja, ist so hier. So Schublade XY ist so ein bisschen. Und darum überlasse ich euch gerne, selber Wörter zu finden. Ist ein bisschen fies, aber auch nützlich, glaube ich, zum Zuhören. Ist gut. Nein, ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Ich habe auf der einen Seite Großeltern, die Pastoren waren. Und von dem her ist das von Anfang an Bestandteil von meinem Leben gewesen. Ich habe aber auch immer den Ansatz gehabt, dass für mich das extrem wichtig ist, den Glauben zu hinterfragen und auch bewusst mich dafür zu entscheiden. Also schon funktioniert es für mich wie nicht. Und das habe ich schon sehr früh gemacht. Ich habe gemerkt, dass das nicht unbedingt typisch ist, wenn man als Kind respektive Teenager das so extrem auf Probe stellt, ohne zu rebellieren dagegen. Ich habe das wirklich immer nur gemacht mit der Idee, ich wollte wissen, was ich denn überhaupt meine und glaube und finde. Und für das auch mich auch von hinterfragen, hintersinnen, Verschiedenes anschauen. Aber eben nicht mit dem Ziel, gegen irgendwie das Elternhaus oder die Erziehung aufzuleben oder so, gar nicht. Das war bei mir nie der Fall gewesen. Und ja, nach wie vor heute ist der Glaube der persönliche wesentliche Bestandteil. Würde ich nie wollen,
aufgeben und gehört dazu. Ja. Ja, ich sage jetzt mal, ich habe einen relativ ähnlichen spirituellen Glaubensweg gehabt bis jetzt. Ich bin auch in einer christlichen Familie aufgewachsen. Und eben, ich weiß noch, als ich 13 war und Evanescence entdeckt habe, das hat in mir so viel bewegt. Und es ist eben so ein Herzenswunsch geworden, auch so Musik zu machen. Und ich wusste, oder ich glaube, dass Talent ganz individuell von Gott geschenkt sind. Und ich weiß, ich habe dort am Abend auf dem Bett betet, Herr, Gott, es ist so ein Herzenswunsch von mir, dass ich auch so Musik machen kann für dich. Und wenn es von dir auch ein Wunsch ist, dann schenk doch, dass es irgendwann mal möglich ist. Und jetzt spiele ich in einer Band, die eigentlich ursprünglich eine Worship-Band war. Okay. Wir haben, oder ihr vor mir, haben in verschiedenen Kirchen in Basel quasi eingesprungen, wenn ein Team gefehlt hat am Sonntagmorgen. Und jetzt spielen wir nicht als Ascara, aber eigentlich die gleichen Leute spielen einmal im Monat im Gebetshaus in Basel. Mhm. Einfach 2 Stunden Anbetung. Und das ist wie der Bogen vom Glauben zum Metal. Also im Gebetshaus spielen wir kein Metal. Mhm. Wir dürfen neuerdings auch Metal-Worship machen. Wir haben die müssen vertreten. Ja, genau, ja, ich habe mal die Welt gell? Ja. Der Horror. Du bist beschäftigt. In der Not haben wir das Telefon bekommen. Nein, Spaß beiseite. Wir haben mit Cum Laude letztes Jahr in einem Heavy Sanctum Gottesdienst Worship übernommen. Und dort eigentlich die Welten können verbinden, ja. Was wir vom Worship her schon kennen und machen. Was ist gleich, was ist ähnlich, was ist unterschiedlich, wenn du sagst Welten? Was hast du das Gefühl, wo ist das Bindeglied, wo sind die Sachen, wo man schon anders angeht? Oder wie ist das für euch? Also ich finde, es ist auch dort wieder eine Frage, von was hat wo Platz. Genau wie ich vorher gesagt habe, meine Charakterzüge haben nicht überall gleich Platz, bin ich der Meinung, es hat nicht jede Musik überall gleich Platz. Und was aber gleich ist, ist eigentlich, wenn man Worship mit Metal macht, so wie wir das können machen im Heavy Sanctum, dann ist die spirituelle Ausrichtung, das Gedankengut, das, wo man möchte, wir stehen dann nicht im Vordergrund, es geht um etwas ganz anderes, das ist eigentlich gleich, da spielt es keine Rolle, ob ich Jazz oder Metal oder Pop spiele, das ist eigentlich am Ende des Tages dann nicht mehr das Wesentliche. Aber es hilft natürlich, dass ich kann, von dem, was mir wichtig ist, etwas drin hineingehen. Und ich glaube, das spürt man dann auch einfach. Also es ist wie, ich kann nur mal etwas mehr reingeben, was ich vielleicht in einem Gebetshaus Basel nicht könnte. Hast du Beispiele oder hast du Bereiche, wo du kannst sagen, wie da findest du jetzt zum Beispiel eben ihr Metal, ihr Rockmusik, findest du wie etwas, wo du wie merkst, da kannst du etwas wie rein verpacken, wo für dich eben zu dem Gesamten gehört. Was wäre das zum Beispiel? Ja, also für uns hat das sehr stark damit zu tun, wenn wir im Gebetshaus spielen, zum Beispiel, wir spielen 2 Stunden, dort ist vieles auch improvisiert und instrumental. Und wir haben gemerkt, dass in dem relativ viel Kraft liegt. Auch so, ich sage jetzt, das kennt man vielleicht, wenn man nicht gläubig ist, mehr so vom Meditativen her, oder? Da kommt man so ein bisschen in ein, mal alle Alltagssorgen weglegen. Und wenn ich jetzt vom Instrumentalen her schaue, schon nur, wenn der Drummer eine Double Bass hat er andere Rhythmusmöglichkeiten im Instrumentalen als ohne. Und das ist ein anderes Setting. Und es ist natürlich, wenn wir uns gewöhnt sind, gewisse Sachen rhythmisch zu spielen, kannst du das im Metal Worship voll ausleben, was du dir gewöhnt bist. Rein vom Groove her, rein von wie du halt spielst, wie du in die Seite greifst etc. Das kannst du halt viel mehr auspacken. Wie hat es bei Ascara im Jahr? Ist nicht sehr viel Platz für spontan irgendwie Improvisation, oder? Oder doch? Nein. Aber, also, und jetzt erzählst du mir, dass die gleichen Leute dann irgendwie 2 Stunden
Stunde mit und dann schauen wir dann ein bisschen und dann spüren wir dann und dann, und das funktioniert mit den gleichen Leuten. Braucht man einfach eine andere Hirnhälfte oder wie läuft das bei euch? Also es ist natürlich auch ein Lernen, sich finden, zwei Stunden lang einfach nicht 30 Songs spielen. Oder wie viel spielt man an einem Konzert in zwei Stunden? Wir haben noch nie zwei Stunden gespielt mit der Kamera. Das ist das andere, gell? Das musst du nicht sagen. Falls noch jemand will buchen, gell? Also, genau. Wir könnten schon, wir haben es einfach noch nie müssen. So. Selbstverständlich. Gut gerettet. Dass man eigentlich nur wenige Songs über eine lange Zeit spielt, das muss man sich finden. Da muss man auch, also das ist auch mega eine Chance, wo jeder Musiker sich nochmal anders reingeben kann. Und als Ascara machen, also wir machen ja nicht Worship als Ascara. Ja. Aber von den Leuten her, das meine ich. Von den Leuten her. Ja, also ich finde, es ist eine mega Chance, mit den gleichen Leuten beide Musikstil oder wie soll man es? Ansätze. Beide Ansätze zu folgen, ja. Ja, also. Wir sind ja eigentlich so ein bisschen wie ein Sackmesser, oder? Da hat es eine Klinge für das und hier hat es eine für das. Das ist irgendwie noch cool, oder? Ja, das ist so. Man merkt, so. Man, ist so ein bisschen, man kann verschieden eingesetzt werden und das ist irgendwie noch cool. Ja. Und spannend ist, und das kann man vielleicht noch sagen, also wir sind nicht mega gute Improvisationsmusiker. Das ist nicht unsere Stärke. Das dürfen wir ganz offen darlegen. Aber der Sackmesservergleich finde ich spannend, weil je mehr Klingen in diesem Sackmesser hat, desto nützlicher ist das Tool am Ende des Tages. Und ich glaube, das passiert auch effektiv. Wenn wir am einen Ort das lernen und am anderen Ort das, dann profitieren schlussendlich trotzdem beide Bereiche. Oder wir als Musiker in der Konstellation profitieren. Ja. Also, wir reden über eure Band Ascara und über euch Einfluss. Also, woher kommt die Musik, woher kommt das Zeug, das euch inspiriert, wie geht ihr vor, wie schreibt ihr, keine Ahnung, Texte oder was ist euer Ansatz? So, um was herum baut ihr Ascara auf? Ich hätte gesagt, der Ansatz ist eigentlich, wir hören alle relativ viel verschiedene Metal-Stile und der gemeinsame Nenner ist so eine gewisse Stimmung, eine gewisse Atmosphäre und ein gewisser Groove. Und den findest du zu 100% in Ascara wieder. Ich würde dem eine gewisse epische, melancholische Richtung irgendwie unterstellen. Und die findest du definitiv. Wir schreiben Songs effektiv zuerst instrumental. Das geht vielleicht genau Hand in Hand mit dem, dass es eine gewisse Atmosphäre soll haben. Und dann schreibt entweder Miril oder ich den Text dazu. Und unser Gitarrist Benny hat es mal so zusammengefasst, die poetisch-philosophischen Texte kommen von mir. Sehr gut. Und wie hast du es gesagt, Benny? Er schaut wahrscheinlich auch zu, hoffe ich doch sehr. Ich weiß es nicht. Die analytischen, theoretischen, die sind von mir. Genau, die sind von dir. So die praktischen, die weniger von einem schönen Geist geprägt sind. Das ist einfach eine andere Ebene. Also du findest Ästhetik auf so vielen verschiedenen Ebenen von dem her. Ja. Und ich glaube, Schönen ist wieder als Außenstehender würde ich jetzt mal behaupten, kann man nicht beurteilen, wer den Text geschrieben hat. Sie sind genug nah beieinander und es ist genug als Ascara. Ich glaube, da sind sich nicht alle Leute einig, die da noch im Raum sitzen. Die sind auch nicht alle gleich Außenstehend. Das sind die, die uns sehr gut kennen. Das kommt dann noch dazu, gell? Aber eben, es ist ja so, eben, das finde ich auch cool, eben, mal ein Ehepaar da zu haben, weil das die ewige was ist denn zuerst gewesen und wer hat wen zu was beeinflusst und wer hat wenn welche Idee gehabt. Und das ist ja, man tut ja lang auch prägen und über längere Zeit wird es dann auch immer wie schwieriger, sich manchmal noch zu erinnern, wer hat jetzt eigentlich mit dem angefangen, wer hat die Idee gehabt oder so. Und ihr habt auch musikalisch euch gegenseitig geprägt. Eben,
kurz angetönt, so ein bisschen, was ihr gehört habt, bevor ihr zusammengekommen seid. Aber dann, als ihr zusammengekommen seid, hat es ja auch so ein paar Bands gegeben, die ihr auch so ein bisschen hin und her geschoben habt. Habt ihr da ein Beispiel, wo etwas, wo jemand von euch eben hört und er sagt, hey, das musst du mal hören, und er tut es lang gegenseitig so ein bisschen prägen mit eurem Geschmack? Ja, da gibt es einige Bands. Ja. Ich denke, also das ist durchaus so. Wir haben mega viel Musik, die wir austauschen. Und spannend ist eigentlich so ein bisschen unsere verschiedenen Herangehensweisen. Verhindern manchmal auch, dass man im ersten Moment das Gleiche toll findet. Also es gibt immer wieder so Phasen, vor allem eigentlich, wo Miril mir etwas zeigt. Wenn ich relativ schnell sag jetzt mal, analysiere, was ist es, was ist das für ein Stil, wie funktioniert die Musik, und dann komme ich zum Schluss, nee. Fragt man nicht, ist nicht meine. Dankeschön, hast du mir gezeigt, schön und recht, ist mehr deins. Und dann ist die Wirklichkeit dann aber eine andere. Das kannst du übernehmen. Ja, es ist wirklich recht lustig, wie wir einen unterschiedlichen Zugang haben zur Musik. Also eben, ich würde sagen, wenn ich dir eine Band zeige, die ich neu entdecke, ich habe eher einen intuitiven Zugang zur Musik, oder einen emotionalen Zugang. Oder ich kann nicht so gut beschreiben mit Wort, was ist jetzt genau das, was mir da so gefällt. Ich empfinde das einfach sehr intensiv. Und wenn ich dir dann so eine Band zeige, habe ich das Gefühl, du tust die Musik weniger hören, als du sie lesen. Aber du tust sie mit deinem analytischen Zugang dann tak, 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 in so ein Raster rein, und dann weißt du, nein, das gefällt mir nicht. Und dann geht es manchmal ein paar Wochen, manchmal ein paar Tage oder ein paar Monate, und dann gebe ich dir wieder mal etwas von der gleichen Band. Oder du hörst selber noch mal rein und irgendwann merkst du so, ah, das ist mehr vielschichtig, da hat es noch mehr drin. Wo dir dann aufgeht, aha, wo ich Sachen schneller entdecke als du. Ja, weil ich auf einer anderen Ebene den Zugang habe. Genau, und du zeigst es mir aber eigentlich, weil du vermutest, dass es mir gefallen müsste. Das ist ja spannend. Also dann kommt sie dann an dem Moment an, wenn ich dann endlich so weit bin, dass ich merke, okay, das ist geil, das gefällt mir. Das hat sie ja gesehen, darum hat das ja dazu mal gezeigt. Oder? Das ist dann in dem Moment. Und wenn du dann mit so ganz komplexen Sachen kommst, irgendwie so deine Tech-Death-Sachen, wo ja, da habe ich dann weniger den Zugang, das bleibt dann meistens so. Nicht ganz immer, nicht immer, aber ja, in der Regel ist es in der so, ja. Also bei diesen Soundbeispielen, die ihr heute mitgebracht habt, ist einer davon, wo eben auch ein bisschen das hineingeht, und das wäre eben Red, oder? Ist das genau. Der? Könnt ihr kurz etwas dazu sagen? Red Darkest Part. Red ist eine Band, die für mich immer so ein bisschen wie eine Male Version of frühe Evanescence war. Das, also finde ich, ist eigentlich nicht so eine super Stilbeschreibung, aber eben das ist mein Zugang zu dieser Musik. Wo eigentlich sehr vielschichtige Musik ist, viel Atmosphäre hat auch. Und trotzdem sehr viel Kraft drin liegt. Und dir hat das am Anfang nicht so gefallen. Du hast irgendwie gefunden, es ist zu, weiß nicht, das hat dir nicht so gefallen? Ja, das ist so. Ich habe es irgendwie gehört und habe gefunden, das ist für mich das zu Metal entfernt für meinen Geschmack. und das irgendwie ab da. Und das Spannende ist, ich habe es irgendwann wieder, ich weiß gar nicht warum, wieder entdeckt. Und das erste, was mir gefallen hat, ohne dass ich es gewusst habe, war ein Coversong, wo Red einen Song covered hat und gefunden hat, genialen Song, und sage ihr das, den ich mir das dir gezeigt habe. Das haben wir doch schon mal gehabt, dann bist du, das haben wir schon mal genau so gehabt. Und das Geniale ist natürlich dann ihre Reaktion gewesen, so, bist wahnsinnig, der ganze Rest auf dem Album ist genial, aber nicht der Coversong. Das ist ein Klassiker, ja. Genau, und darum haben wir das Beispiel auch dabei, weil das heute nerv ich sie eher damit, wie oft dass ich daheim Red laufen lasse. Okay. Sehr gut. Also, dann hören wir uns an von Red Darkest Part. Ja. Ja.
Ja, ich bin gespannt, wie manche Klage sie haben für so einen simplen Namen, wo es sicher 100 andere Bands gibt, die sich auch so haben genannt haben. Aber ja. Das ist ihr Problem. Das ist ihr Problem, genau. Ja, jetzt. Es ist ja bei diesem Talk eines von unseren Themen. Wir haben Metal gehabt, wir haben so ein bisschen über Kirche geredet und wir haben aber noch nicht so viel über Kunst an und für sich geredet. Und jetzt ist es ja so, dass du auch Gestalter bist. Mhm. Was genau gestaltest du und was, in was für Zusammenhängen, was ist dort deine Rolle? Also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich vor allem nicht gewusst habe, was ich gestalten soll. Und dann irgendwie hat sich so ein bisschen etabliert, ja, der kann noch zeichnen, dann kannst du mir nicht eine Tattoo-Vorlage zeichnen. Das war so das Erste gewesen. Und das andere ist, ich habe irgendwie immer Metal-Logos genial gefunden und mich dann so ein bisschen daran gemacht, Logos zu kreieren. Irgendwann auch mal das Technische gelernt und aufgehört von Hand zeichnen. Und heute bin ich eigentlich an dem Punkt, wo ich digital zeichne. Also eigentlich wie du noch, mache ich alles im Illustrator. Mhm. Schön vektorisiert, dann kannst du dann noch so drehen und richtig. Ja. Und ich darf mittlerweile nebst dem kompletten Merch und alles von der eigenen Band, von Skala. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was du... Das Logo habe ich gezeichnet, das ist es so. Bis auf unsere CD-Covers mache ich die ganze Gestaltung. Ja. Und mittlerweile bin ich am Punkt, wo ich das aber auch für andere anbieten kann. Mhm. Sehr cool. Also, ein Beispiel, das erste CD-Cover von mir, das veröffentlicht ist, ist von Theoptia. Mhm. Ende letztes Jahr rausgekommen. Mega cool gewesen, mega Spass gemacht, den Auftrag können zu machen für sie, für die CD. Und das möchte ich eigentlich weiter treiben. Es gibt auch noch eins, das eigentlich schon länger fertig ist, aber noch nicht rausgekommen ist. Oder nichts dazu sagen. Das ist als Gestalter noch, ja, das kommt. Ja, zum Beispiel für Adventure Room in St. Gallen hatte ich einen Auftrag gehabt, habe ich eben auch Bilder gemalt. Und jetzt ist es draus, jetzt habe ich endlich so wie hier schauen. Und dann ist wirklich so, ja, Giel, tu das jetzt mal. Und dann ist halt Corona gekommen und dann ist halt eben nicht. Genau. Ja. Aber, ja, das ist das Problem. Du machst schon etwas, was es auch nicht zeigen. Na, ja, nein, ich kann es nicht. Genau. Weil es gehört ja nicht dir. Weil es ist ja nicht. Es ist ja eben, es ist der komische Übergang zwischen du hast es zwar gemacht, aber eigentlich ist es ein Auftrag. Wie gehst du mit dem um? Also wie viel Persönliches ist es und hängst du dich daran, wenn du für jemanden etwas machst und, oder eben nicht? Also ich habe wieder Vorteil durch das, dass ich das wirklich so ein bisschen im Musikbereich möchte anbieten. Ich finde auch dort ist es immer wieder nötig, qualitativ hochstehende Kunst zu haben. Es gibt zu viele Bands, die guten Sound haben und der Rest fehlt. Und umgekehrt. Und umgekehrt natürlich auch, ja, da hast du absolut recht. Genau. Nein, aber das ist ein Teil davon, dass ich sage, ich möchte dienen. Und dort ist halt schön, dass oft, zumindest bis jetzt meine Erfahrung ist, dass die Leute zwar eine Vorstellung haben, aber noch nicht so genau. Und dann hast du als Künstler viel mehr Handlungsspielraum. Also ich bis jetzt jedes Mal auch wie noch so einen alternativen Weg vorgeschlagen und zum Teil ist der alternative Weg gewählt worden, also quasi mein Weg, wenn man das so plakativ trennen kann. Und zum Teil ist es halt mehr der andere Weg gewesen, aber dann habe ich trotzdem noch relativ viel Handlungsspielraum und von dem her bin ich dort vielleicht ein bisschen privilegiert. Ich glaube, wenn du so klassisch Graphic Designer bist, ist das immer wie weniger der Fall. Ich kenne ja das von der anderen Seite vom Beruf her, Marketingagenturen beauftragen, das stinkt denen dann auch nicht, was wir beauftragen. Und wenn dann noch so einer daherkommt wie ich, der noch reinredet, weil das Gefühl hat, er hat eine Ahnung davon, wird es umso besser. Ja. Aber ich glaube, so das Persönliche, das in der Kunst drin steckt, also da haben wir auch zusammen einen Prozess durchgemacht. Gerade in den Sachen, die du für mich gezeichnet hast, zum Beispiel, oder für die Band. Also er hat meine ersten zwei Tattoos designt oder gezeichnet. Und das ist halt auch, wir beide haben sehr hohe Ansprüche. Und wie äußere ich Kritik am Werk des anderen in der Beziehung? Und dann auch gerade bei Sachen, die du gemacht hast für die Band. Ja, kannst du überhaupt mit meiner Kritik etwas anfangen? Oder das war am Anfang auch noch so ein langes Problem gewesen, was, du kannst gar nicht anfangen mit meinem Feedback. Oder du und der Rest von der Band war happy gewesen. Und
ich habe gefunden, nein, aber kannst nicht das, das ist irgendwie noch zu wenig. Und, ja, und dann mussten wir uns auch zusammen noch ein bisschen finden. Und dann kommt ja auch wieder das, was wir vorher schon gesagt haben, oder? Dann beschreibst du es anders, wenn man einen anderen Zugang hat. Und dann versteht man es nicht ganz richtig. Und das ist ja so, also das finde ich, ist auch noch wichtig zu sagen, ich zeichne immer noch Tattoos. Also wenn irgendjemand ein Tattoo braucht, man kann sich melden. CDK was natürlich auch oder Merchandise, Schleichwerbung. Und von den Tattoos war quasi Ihr Auftrag der schwierigste für mich zum Umsetzen. Ich habe ein Jahr oder ein bisschen mehr als ein Jahr gebraucht, bis wir etwas hatten, wo beide gesagt haben. Genau. Und das ist schon noch. Aber das darf auch etwas, das ein Leben lang am Körper ist, darf ja auch eine kleine Entwicklungsgeschichte haben. Nicht so wie, oh, ich habe betrunken etwas gestochen, weil es beißt. Und dann, oh nein, ist irgendwie. Wir sind ja beide eben dort durch auch relativ anspruchsvoll. Das kommt sicher auch dort her. Und heute profitiere ich aber von dem. Also wenn ich eben ich nehme jetzt nochmal das Beispiel von Theoptia, oder? Bevor ich meine Skizzen abgeschickt habe, hat sie müssen darüber schauen, weil ich ihr Feedback haben wollte, weil ich genau gewusst habe, sie kann mich dort nochmal schleifen, wo ich vielleicht gerade einen blinden Fleck habe. Und das hat mir dann noch geholfen, um auch nochmal den Kunden besser bedienen. Und es ist ein Vertrauensverhältnis, das du wie weißt oder gelernt hast, mit ihrer Kritik umzugehen. Und es hilft, wie ein Zwischending zu machen, bevor man dann. Ganz genau, ja. Ganz genau. Ja. Ja. Und auch eben, bevor das finale Resultat rausgeht, schaut sie selbstverständlich nochmal drauf, weil. Ja, ich sehe einfach auch nicht immer alles. Das kennst du von deinen Arbeit auch, oder? Und dann bin ich mega froh darum, dass ich dann weiss, okay, ich habe das Vertrauen zu ihr, die Kritik kommt. Sie wird mir auch nie irgendwie sagen, ja, passt, dabei passt es eben nicht. Und auf der anderen Seite hat noch der Kunde das beste Ergebnis. Wie eine grosse Rolle spielt Ästhetik in eurer Band. Also jetzt meine ich nicht mehr nur die Musik, sondern grundsätzlich so, wie ihr euch präsentiert oder was ihr macht. Was hat das Visuelle, was hat das was spielt das für eine Rolle bei euch? Ich finde es sehr grosse. Wir haben uns schon vor dem ersten Konzert recht viel überlegt über Bühnendeko, Bühnenoutfits, Konzept, wie wir visuell auftreten wollen, das machen wir auch jetzt immer noch gern. Also es hat nicht nur mit dem Visuellen zu tun, es hat auch mit, also das wirkt sich schlussendlich auch auf die Atmosphäre auf, die du kannst kreieren an einem Konzert. Ja, das ist so und da kommt natürlich, da komme ich dann schon auch ein bisschen in eine strategische Leaderrolle rein. Weil das sind natürlich genau meine Welten. Oder? Einerseits vom Gestalterischen her, Musik sowieso, das teilen wir alle. Aber dann kommt das ganze Marketing. Oder? Und auch das Analytische, was ich habe. Oder? Ich habe x Bands gesehen live, wo ich mir sagen, da hättest du Pappfiguren und einen CD-Player können anstellen und zwar mehr Atmosphäre gewesen. Sie haben es zwar perfekt gespielt, oder? Aber nein. Die Analyse mache ich mir und das bringe ich dann aber auch ein und dort werde ich glaube ich ein sturer Kopf. Das können die anderen besser beurteilen als ich. Aber das ist mir dann sehr wichtig, weil ich glaube schlussendlich, klar, wir machen die Musik irgendwo für uns, aber wenn du irgendwo auftreten willst, musst du halt gleich Hörer haben. Und dann kommt das ganze Marketing-Denken rein, kommt das ganze BWL-Denken rein und Storytelling schlussendlich, weil es ist ein Erlebnis. Oder das ist das, was ich eigentlich wieder hat. Oder das Emotionale, das kannst du bewusst steuern. Und ich bin der, der es steuern will. Storytelling. Mhm. Was ist die Story, die ihr erzählen mit der Musik und mit euren Auftritten? Was ist das Ding, das ihr probiert zu verpacken oder an Mann oder an Frau zu bringen? Was ist die Story? Wenn man das in eine Story verpacken könnte, gäbe es dickes. Was sind die Art von Stories? Also geht es einfach nur um zu unterhalten oder geht es darum, irgendwie ein Gefühl zu vermitteln oder geht es irgendwie darum, zu präsentieren, dass ihr jemand seid? Oder, weißt, was ist die Story? Was tut ihr verkörpern auf der Bühne? Ich glaube, der Titel von unserem ersten Album ist ein relativ guter Hinweis darauf. Das heisst Horizon of Hope.
Und wir sind alle relativ. Wir sind schon ein bisschen Kopfmenschen in der Band. Also, dass wir einfach viel. Viel nachdenken, viel. Ja, auch die Umwelt, die Welt wahrnehmen, viel. Ja, ein bisschen. The Dark Side gesehen. Oder einfach. Oder vielleicht bin das auch nur vor allem ich. So ein bisschen der melancholische Typ. Was wir sicher als ein Thema von unserer Story weitergeben, ist die Hoffnung in allem dem innen. Unser zweites Album, das wir im April veröffentlichen dürfen, heisst Lights of Night. Und das ist eigentlich auch wieder ein Hinweis auf das Licht in dieser Dunkelheit. Also wir können es vielleicht auch so sagen, wenn man es jetzt nur auf melancholische Atmosphären ausdrückt, oder? Das ist eigentlich irgendwo ein schöner Schmerz, könnte man auch formulieren. Und ich glaube, das ist vielleicht der Kern auch ein bisschen, dass man irgendwie sagt, hey, gerade im Metal hast du so viel, wo aufs Düstere fokussieren, wo auf weiss nicht was, auf schlimme, wo ja, vielleicht auch schlimme Erlebnisse die ihn, verarbeiten oder rausschreien oder was auch immer. Und dort dann auch ganz bewusst sagen, hey, erst einmal, es gibt eine Hoffnung. Wir wollen nicht nur etwas machen, wo alle anderen auch noch weiter runterzieht, als sie eh vielleicht schon sind. Oder eben, man ist vielleicht auch gefangen in dem Alltag, wo man nicht möchte innen sein und weiss nicht wie aus. Und dort sagen, hey, es gibt einen Weg aus, es gibt eine Hoffnung. Aber auch die Schönheit daran erkennen, und das ist ja aussenstehend immer einfacher, als wenn man selber drin steckt, die Schönheit erkennen, zu sagen, okay, das führt irgendwo zu einer Verbesserung, wenn ich dort aushabe. Wie erleben ihr das in einer Szene, wo ja unterschiedliche Ecken hat? Und ich nehme an, dass wie soll ich sagen, so eine positive, also ich sage jetzt nicht negativ, blauäugig, nicht im Sinn von irgendwie, ich bin einfach naiv, sondern irgendwie, keine Ahnung, irgendwie himmelorientiert und hoffnungsorientiert und irgendwie und festhalten. Das, ich kann mir vorstellen, das gibt ja auch Gegenwind. Ich nehme nicht an, dass eben, wir haben ja schon darüber geredet, eben christlichen Hintergrund und so. Und wie ich die Szene wahrnehme, braucht es manchmal zwei, drei Sachen, wo dann Leute sagen, ah, das ist eine christliche Band. Und er ist wie, schon wie ein Vorhang drunter und er muss man irgendwie, ja, man ist so ein bisschen, was habe ich jetzt genau gesagt oder so? Und ich erlebe eben gerade auch im kreativen Sektor, wo Leute eigentlich irgendwie frei und offen sollten. Also in meinem Kunststudium habe ich auch irgendwann mal einen Nebensatz erwähnt, dass ich irgendetwas in einer Kirche mache. Dann hat auch einer einfach bis Ende des Studiums nicht mit mir geredet. Oder? Das ist wie, und dann denke ich so, ja, ja, freie Kunst studieren. Also irgendwie so viel frei war es auch nicht. Aber einfach, ja, also wie erlebt ihr das? Weil ihr habt das Gefühl, man, wir bringen jetzt irgendwie auch etwas Positives und irgendwie das Aushalten vom Schmerz. Und er kommt vielleicht ein Teil von der Szene und er sagt, was macht ihr hier? Wie erlebt ihr das? Ja, also es ist eigentlich ein zweierlei Erleben und wegen dem nicht unsere Lieblingsdiskussion. Wir haben natürlich einerseits eben die ich sage jetzt mal, Säkulären, wo dort richtig in die Opposition reingehen. Ja. Eine Anekdote zu dem, wir haben unsere Platte Delphi dazu mal vom Debütalbum gemacht, wo einen im Vorfeld irgendwie, wir sagen ihnen, wir sind eine christliche Band, das ja. Steht ihnen, aber eben, es ist wie, man kann dann irgendwie, ja, und logisch. Findet auf Google, warte, da ist irgendwie, und er ist irgendwie das Thema Band. Ja. Und einer hat im Vorfeld von der Platte Delphi dazu aufgerufen, Vandalismus zu betreiben. Oh. Dann kriegst du Sicherheit. Problem, oder? Und ein riesen Tamtam im Vorfeld, aber ich hatte eins der coolsten Gespräche mit dem Typ am Konzert. Der hat bei einer anderen Band, die auftreten ist, gespielt, muss man noch dazu sagen. Okay. Als Gast bei dieser Band. Also noch skurril. Oh, nee. Aber am Konzert selber ein super cooles Gespräch gehabt, okay. Und der ist noch an unserem Gig an dem oben in der ersten Reihe gestanden und
hat uns Alkohol spendiert, ich weiß nicht was. aber einfach so die mühsame Opposition und weiß nicht was. Und auf der anderen Seite hast du den christlichen Sektor, wo die kritisiert. Kritik aus der eigenen Reihe ist immer die, die das ich mir auch, ja. Ja, und so. wir sind die Diskussion ehrlich gesagt recht leid, wo wir sagen, hey, um das geht am Ende vom Tag nicht. Ja. Und das bringt es auch nicht, über das zu diskutieren. Also ich habe etwas ich glaube, die mühsamste Diskussion, die ich je hatte, ist, ich habe mal an einer, zu Bern an der Spielmesse, vor Jahren mit meinem ersten Prototyp vom einen Kartenspiel, so ein Fantasy-Ding, oder? Und ich habe ja irgendwann aus Witz so ein Kartenspiel gemacht, mit Kollegen gespielt, und dann haben alle gesagt, oh, das ist cool, machst du mir auch eins? Und dann habe ich gesagt, ja, aber weißt du, wenn ich jetzt jedem eins male und so, dann habe ich gesagt, ja, dann druck ich es, aber dann brauchst du relativ eine Menge, oder? Damit Druckkosten irgendwie kannst. Und dann sagt, ja, aber nein. Und dann muss ich irgendwie schauen, dass ich das Zeug los werde. Dann denkt, ja, aber dann muss ich schauen, dass das Spiel wirklich funktioniert. Also habe ich dann so ein paar Prototypen gepackt, eine Spielmesse, so einen Tisch hergestellt, dass die Leute ausprobieren können. Und dann dort irgendwie am ersten, zweiten Tag ist dann eben eine gekommen. Und die hat dann die Karte angeschaut und ist dann gekommen und sagt, kennt ihr Jesus? Und jetzt muss man sagen, es ist halt Fantasy und so ein düster, oder? Und dann sagt er so, ja. Ich so, ja, aber auch nicht wirklich. Dann, Mama. Also, nein, also das kann nicht sein, weil, schaut mal, also das kann man nicht zeichnen. Ich so, ja, aber warum denn nicht? Und dann, man wirklich in anderthalb Stunden, die mir erklärt, wie das mit dem Evangelium funktioniert. Okay. Und ich immer so, ja, ich weiß. Und ich habe wirklich bis nach anderthalb Stunden einfach nicht verstanden, dass ich eigentlich hier nicht, also das ist nicht anders gesehen als sie, aber einfach weird. Panik vor etwas, was ich nachher, Panik ist, glaube ich, ein gutes Wort. Ich habe das Gefühl, gerade so eben bei der Kritik aus der christlichen Reihe ist es oft Angst vor etwas. Also, und dann denke ich, man kann so viele Sachen kritisieren an mir, aber dann kritisiert, also weißt, dann kritisiert doch etwas, wo irgendwie auch etwas bringt und nicht irgendwie. Oder es ist ja nicht so, dass sie die Kunst kritisiert hat. So, da hätten wir darüber reden können. Aber sie hat ja einfach gesagt, ich glaube nicht richtig. Und dann ist so wie, ja, was heisst das? Und dann sind wir einfach all die komischen Glaubensbekenntnisse durch und sie hat einfach nach jedem müssen feststellen, nein, ich glaube ja eigentlich richtig. Aber man konnte nicht können über die Sache reden und dann war es einfach so ein Angriff auf die Person gewesen. Und ich habe einfach zugelassen und genickt und probiert zu spüren, hey, ich sehe es im Fall ziemlich ehrlich. Ja, und ich glaube, das ist der gute Punkt, den du gesagt hast. Eben, bei der Kunst wäre es zu einer Diskussion gekommen. Ja. Das ist eigentlich das, was wir Da bin ich bereit, darüber zu reden, wie dunkel und wie aggressiv muss es sein. Das muss man ja herausfinden. Ja. Da bin ich ja bereit, aber doch nicht einfach wie, du hast einfach falsch. Warum? Weil du falsch. Nein, das geht ja, einfach und, nicht. Und das ist genau der Punkt, oder, wo wir sagen, hey, wir als Band, wir verstehen uns als Künstler und darum nicht als Diskussionsclub darüber, ob das christliche Metal gut oder schlecht ist, egal mit welchem Lager dass man die Diskussion oder ob es christliche Metal gibt. Oder ob es das gibt. Und, das ist nicht Diskussion. Yeah. Oder? Und so sehen wir das eigentlich auch alle von der Band. Oder? Mhm. Aber was wir auch gelernt haben oder erfahren haben und auch glauben, ist, dass Qualität auch ein Türöffner kann sein. Also gerade über die Kunst. Wenn du guten Metal spielst, dann spielt es eine weniger grosse Rolle, dass er christlich ist, als wenn du schlechten christlichen Metal spielst. Weil dann ist er. Okay. Oh nein. Aber eigentlich ist das umgekehrt genau das Gleiche. Yeah. Also egal was es ist, schlechter Viking-Metal. Peinlich. Ja, aber guter Viking-Metal kann man stohlen und kann man geniessen. Yeah. Und was auch immer schon Stil ist und Hintergrund.
Es geht einfach auch so ein bisschen eben um, ob es irgendwie kongruent ist, oder? Was man erzählt und welche Form dass man dazu nimmt. Oder? Weil es ist, geht schon zusammen, oder? Wenn man dann sagt, wie, wow, wir sind krass, und dann ist einfach die Packung, nein, du bist überhaupt nicht krass, dann kommt es nicht gut an. Aber wenn du gar nicht erst probierst, irgendetwas zu sein, was du nicht, dann hast du das Problem ja auch nicht. Oder? Aber wie ist es nicht noch schwierig? Weil ich habe das Gefühl, im Metal gibt es ja schon die Tendenz zum Übertreiben. Also es ist Tod und Schmerz und krass und es ist wie, und in so einer kulturellen Atmosphäre irgendwie probieren zu authentisch zu sein und nicht eben vom höheren Ross runterzufallen, ist noch schwierig, finde ich manchmal. Nicht? Ja, es ist noch schwierig und es ist vor allem auch, wie soll ich sagen, überraschend, wenn du sagst, ich bin gar nicht dort, mir geht es gar nicht das. Das ist wie, die Option existiert ja eigentlich nicht, oder? Also, eben, ich will die Diskussion nicht führen, zuerst mal, das wird gar nicht gehört. Und dann musst du es wiederholen und dann so, was meint ihr jetzt mit dem, er will die Diskussion nicht führen? Das macht gar keinen Sinn, oder? Ja, ja, ja. So wie in diesem Stil. Ja. Wie tut ihr euch als Band, du hast vorhin schon gesagt, wegen Marketing, wie tut ihr euch als Band präsentieren in der wunderschönen Welt von Social Media? Ich meine, das ist ja heute wie ein Element, wo man sich gar nicht. Vielleicht könnte man sich irgendwie eine Alternativstrategie überlegen, wie man um das herum manövriert. Das stellt mir sehr anstrengend vor. Aber irgendwie. Zeigt ja alles darauf her, du musst einfach allen Fuste fressen. Hier bin ich, bitte schau mich an. Wie geht ihr als Band damit um? Wie macht man das? Was? Ah ja, genau. Wir hören wieder mal ein bisschen Musik. Okay. Zum euch Zeit geben, zum Überlegen, Social Media. Vor allem dir, du hast das studiert oder etwas in die Richtung, wo das irgendwie beinhaltet. Ja, und zwar, du hast schon angetönt, etwas Neues kommt bei euch, oder? Im April, genau, dürfen wir unser Folgealbum veröffentlichen. Und wir haben eine Premiere dabei? Wir haben eine Premiere dabei von unserem ersten Videoclip, den wir noch im Januar werden rausbringen. Und da dürft ihr jetzt schon mal reinschauen. Und zwar heisst es? The Dark Night of the Soul Part 1. Sehr gut. Genau. Und der Rest gibt es wann, sag's nochmal? Ende Januar. Ja, Ende Januar. Ich glaube, es 28. Und das Album, kommt näher. Anfang April. Ja. Genau. Und wir hoffen natürlich, dass jetzt alle auf WhatsApp schreiben und sagen, wie genial dass das jetzt war. Genau. So ein bisschen das Ego aufpushen, wenn man genau. Wie heisst es? Es gibt doch so eine. Habe ich von letztes. Fishing for Compliments? Nein, nicht das. Weißt du, nach einem Anlass, wo du eigentlich weißt, so ein bisschen denkst, jetzt kann ich irgendwie etwas umsetzen oder präsentieren. Und dann kommst du irgendwie hey und hast so ein komisches Down-Gefühl, obwohl gar nichts Schlimmes passiert ist. Aber du hast dann so das Gefühl, oh nein, ich mache irgendwie nicht mehr. Und ich kann nicht. Einfach um das ein bisschen aufzuholen. Und das spammt ihr jetzt auf allen Plattformen, allen Hallo, es kommt jetzt gerade etwas, kommt gerade etwas. Das fällt jetzt an, ja. Genau. Genau, das gehört dazu. Ja, Social Media ist noch speziell oder ambivalent, würde ich sagen, weil ich finde, da kommen wir vielleicht später auch nochmal drauf. Ich finde, wie du hast eigentlich so viel Ort, wo du müsstest Marketing betreiben als Band, dass du das gar nicht kannst leisten, oder? Ja. Das können Multi
Konzern, wo das Geld und die Ressourcen und die Mitarbeiter haben. Und ich meine, der hat schon einen Graphic Designer in der Band. Schon das ist schon eine kleine Abkürzung und trotzdem hat er noch so viel, was man eigentlich müsste, oder? Ja, und das Problem ist, wir müssen alles machen, oder? Also wir vier sind die, die dürfen und wir und Zeck. Und das geht einfach schlicht irgendwo nicht auf. Und da kommt noch dazu, dass man jetzt nicht TikToker-Gen haben bei uns. Also ich würde es mal behaupten, wir sind relativ schlecht vor Videokameras. Das sieht man jetzt heute natürlich nicht, aber schon spürt man das merken. Und darum haben wir uns etwas anderes einfallen lassen, effektiv. Und zwar hat das heute offiziell erst gestartet. Wir haben einen Podcast gestartet, nämlich Inside Metal, Outside Mainstream, mit einem Fragezeichen. Mhm. Und werden diskutieren, weil schwätzen können wir besser als sehr als filmen. Gut. Sehr gut. Und ein Stück weit ist das auch, heute zählt mir das auch ein bisschen zu Social Media. Von dem her, Auf was für eine Plattform machen ihr das? Im Moment gerade noch einfach aus der Not geschuldet auf www.ascara.ch/podcast. Ja. Aber nachher werden wir mit so einem Verteiler arbeiten, dass wirklich sehr bei gut, Apple, iTunes, überall. Und Spotify. Die Idee von diesem Format ist denn was genau? Also die Idee ist, dass wir eigentlich verschiedene Themen relativ kurz diskutieren vom Metal und immer so in der Kontroverse, oder? Der Metal, wo behauptet, dass sie underground und familiär und dann gibt es aber Sachen wie eben, lasse ich jetzt Metal-Charts auf Spotify, dann ist das null underground, das, oder? Das möchte ich gerne noch wissen, wer das Zeug zusammen, also nach welchen, ja, schon gleich, ja. Ja, und das sind so Kontroversen, wo wir werden besprechen, wo wir durchleuchten und dort natürlich auch so ein bisschen Bandsicht reinbringen, oder? Nicht, dass wir irgendwie die grossen Stars sind, aber wir kriegen doch das ein oder andere mit, wie das Business funktioniert. Ja. Genau. Und das Coole an diesem Podcast ist, dass er ein reaktiver Podcast sein soll, im Sinne von Fragen oder Inputs oder Rückmeldungen oder Kritik einfach auf Social Media posten, auf unseren Kanälen, wo wir auch wieder einbinden wollen. Wir wollen wirklich eine Diskussion starten in der Metal Community. Also starten. Yeah. Aufgreifen, Sachen, die es schon gibt. Und, nochmal durchcatchen oder ja, es ist sich jetzt auch einiges nochmal am ändern in der Musikszene, gerade jetzt, jetzt sowieso. In dieser Zeit sowieso und da gibt es einiges, wo man von vielen spannenden Seiten kann betrachten kann. Ja, und ein spannendes Zückerli ist, dass ich zu jeder Folge einen kleinen Cartoon oder Karikatur zeichne. Ja, wirklich? Und die finden wir effektiv auf Social Media von der Band. Sehr cool, ja. Also nur dort und dann kannst du eigentlich anhand von schon ein bisschen erahnen, was nehmen wir aufs Korn oder um was geht es in der Folge. Genau. Ah, das ist wirklich gut. Schön. Mach etwas Neues. Ich habe das Gefühl, das ist ja wirklich das Problem. Ich habe im Verlauf dieses Jahres auch so ein neues Nebenprojekt gestartet und dann sind auch wieder die Fragen gekommen mit eben wie viel Social Media und Promotion und Zeug und so. Und er hat irgendein Dude hat sich gemeldet und er hat gesagt, ja, eben der managt irgendwie vier Bands und so und also so kleinere Bands und der möchte irgendwie uns auch managen und er hat irgendwie erklärt, eben ja, so muss man. Und einfach all die Sachen wiederholt, die ich einfach schon tausendmal gehört habe, eben mit wie regelmäßig und Engagement und so weiter und so fort. Und dann einfach gedacht, wie, das ist schon irgendwie skurril. Der erzählt einfach das Gleiche wie alle Tausende von YouTube-Videos, wo Leute erklären, wie man es macht. Das kann irgendwie nicht sein, weil wenn das dann jede Band macht, dann wirst du ja auch nicht sehen. Sondern dann gehst du dann einfach allen gleichzeitig auf die Nerven, weil einfach alle komplett überfordert ist mit Zeug, die eigentlich gar niemand wirklich braucht. Und einfach wie probierst du Werbung als Nicht-Werbung zu packen. Und eben etwas zu machen, wo du sagst, nein, wir machen einen Aufwand. Aber es ist dann etwas, wo wir einen Mehrwert drin sehen, eben nicht nur für uns, so für unser Engagement, sondern noch einen Mehrwert, wo wir sagen, wie wir machen wirklich einen Beitrag, wo andere Leute etwas davon haben. Und das finde ich schön, oder? Ja, das ist so. Und dann bist du eigentlich beim Content Marketing letztendlich, oder? Und ich denke, das hat natürlich schon auch, das findet auch statt auf TikTok und so weiter. Aber
das funktioniert dann, wenn die, die es machen, authentisch sind und irgendwo mit der Community irgendwie das passt. Und alle anderen, die zwar die Regeln richtig anwenden, aber nicht die Identität haben oder nicht den Charakter sind, dann funktioniert es nicht. Also wir haben, ich weiß noch, Ende letztes Jahr sind wir auf einer Zugfahrt gesehen und im Abteil vis-à-vis hat es eine Trio-Gruppe gehabt, wo eine erzählt hat und die hat geschnurrt und geschnurrt und ich dachte, das könntest du eins zu eins auf Social Media das würde absolut funktionieren und effektiv im Verlauf des Gesprächs hat sich dann herausgestellt, zumindest hat sie das den Leuten in ihrem Abteil erzählt, dass sie und irgendwie 80, anderen im Zug. und allen anderen, dass sie 80'000 Follower auf Instagram hat und sich als Influencerin sieht. Oh, und du merkst einfach, die Natur oder der Charakter ist da gewesen. Ja, genau. Ja. Crazy, ja. Aber eben, es ist eine neue Welt, wo man wieder Stunden und Nerven und Tränen und alles kann investieren kann, um irgendwie probieren, irgendwie eine Band über Wasser zu halten. Das ist auch anstrengend, oder? Irgendwie. Das ist es so. Und ich glaube, eben darum ist es umso wichtiger, das Natürliche zu haben. Wenn du dich selber bist, dann fällt es dir einfacher, das zu leisten, auch dann, wenn es eigentlich dir geht. Nicht so passt und gar nicht Lust drauf hast, dann fällt dir das viel einfacher. Und ich glaube, das ist gerade bei Social Media, wo ja Kontinuität wichtig ist, ist das enorm zentral. Und dort hilft es einfach, wenn du in deinem Element bist und dich nicht verbiegst. Ja. Ja. Sehr gut. Wie die Musik zu den Leuten kommt, ist nämlich so eine Frage, die ich mir schon ein paar Mal überlegt habe. Weil jedes Mal, wenn er mir jemand sagt, ja, du musst, eben wenn es Post ist, musst du so und so und so machen und so. Und dann sage ich so, ja, aber im Fall auf meinen Social Media, abgesehen mit ein paar Verquetschten, die manchmal bei Instagram reinbröseln, sind das ja Leute, die ich schon kenne. Und dann denke ich so, wie komme ich an die Leute her, die ich nicht kenne? Also das ist für mich dann so die grosse Frage. Also, ja, du musst eben so und so. Und ich sage, ja, aber im Fall, das ist wirklich noch schwierig, weil ich überlege mir, wann habe ich das letzte Mal eine neue Band lernen können, die nicht ein Kollege mir vorgestellt hat. Dann muss ich sagen, das muss, abgesehen vom Spotify-Algorithmus, der manchmal beim Wochending so einzelne gibt, wo ich sage, ja, das kenne ich nicht, das ist noch gut. Aber abgesehen von dem, keine Chance. Das muss Jahre her sein, wo ich einfach irgendwo auf Social Media oder so eine Band gesehen habe und gefunden, ah, die kenne ich gar noch nicht. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist einfach der Algorithmus zu doof, mir das Zeug zu bringen. Aber das meiste Zeug lerne ich kennen, weil mir jemand, der überzeugt davon ist, sagt, das musst du mal hören, oder? Mhm. Und dann überlege ich mir immer, wie kann man denn, eben, wie bekommt man, es gibt ja da das Prinzip mit diesen 1000 wahre Fans, oder so, wenn du die Kopfrechnung machst, du hast 1000 Fans, das sind richtige Fans, und die geben, keine Ahnung, im Jahr 100 Franken aus für deine Band. Du denkst, 100 Franken für eine Band, die du richtig gut findest im Jahr, ist nicht so viel. Du gehst vielleicht ein Konzert, kaufst eine CD, kaufst ein Shirt, was immer, ist nicht so viel. Aber wenn du denkst, 1000 mal 100, dann kommst du auf einen rechten Betrag. Und sagen, ja, Geld für Band. Also, dann hast du die Frage, wie kommst du aber dazu, dass du nicht einfach 10'000 Leute hast, die du einfach zuspammst mit Zeug, oder? Sondern wie kommst du zu Fans, die wirklich überzeugt sind. Und das ist eben, was ich jetzt das Gefühl habe. Ich habe das Gefühl, es ist auch einfacher, wenn du eben authentisch bist, wenn du eben einen Mehrwert für jemanden gibst und so. Aber ich finde das wie so schwierig und es ist so viel einfacher, einfach irgendwie einen Zirkus zu machen jeden Tag und noch ein Foto und wir sind jetzt hier und ja. Ja, also ich denke, das ist eben das, was ich gesagt habe, du musst so viel, oder? Ich habe jetzt das Beispiel aufgegriffen, wo du gesagt hast, ein Kollege hat eine Band empfohlen. Wenn du dann aber die Band suchen und du findest sie nicht oder vorbei, der Auftritt ist katastrophal lausig, dann ist es vorbei. Also du musst es gleich auch liefern, selbst wenn schlussendlich die Neuentdeckung nicht über das passiert. Das Gleiche, du könntest ja auch eine Band los und dann eine Vorband entdecken und sagen, die sind cool, ist auch ein Weg. Das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass Leute nachher sagen, ich muss mal die Band hören und sage, ja, von, kennst du, ja, diese Vorband von so, und er ist so ein bisschen, Und dann bist du wieder beim Business, oder? Wie kannst du Vorband sein auf einer Tournee? Du kaufst die ein.
Yeah. Hast du die finanziellen Mittel, kommst schon die richtigen Gigs an und die richtigen Touren, kannst so lange freinen. Das spielt alles zusammen letztendlich. Und das ist eine Frage, die jeder individuell muss beantworten. Der eine macht alles do it yourself. Der nächste Spotify Playlist Marketing und der nächste ist, keine Ahnung, einfach TikTok. Ein Element, wie man Musik an die Leute bringt, bist du auch irgendwo so ein bisschen involviert gewesen, und zwar ist das die Distro gewesen. Kannst du das kurz beschreiben? Was ist das genau gewesen? Und was ist da deine Rolle gewesen? Ja, also das Element vom Folk Festival, das ja in der Schweiz für die christliche Metal-Szene zentral ist, das Festival hat nebendran eine Distro gehabt. Distribution, wo es darum gegangen ist, dass halt viele CDs von relativ weit im Underground versteckten Bands nicht erhältlich gewesen sind, oder? Und das war eigentlich das Grundbedürfnis gewesen, dazumal. Also dazumal ich bin 2005 dort eingestiegen. Und das war ein Grundbedürfnis gewesen. Es hat Leute gegeben, die christliche Musik haben kaufen. Also hat es die Verteilung gegeben, Online-Shop, und an den Konzerten haben wir Stände gemacht. Und ich habe dort eben relativ schnell, also ich habe 05 das erste Mal das EOE besucht, im, glaube ich, Februar. Und dann im Mai habe ich das erste Mal am Stand mitgeholfen. Ja. Also es ist relativ schnell gegangen, es hat mir mega Spass gemacht, das zu handeln. Ich habe viele neue Bands entdeckt und dann aber auch können empfehlen und so. Das ist cool gewesen. Und eigentlich ist das auch so ein bisschen, was leider schon ins Ende hineingegangen ist, ist das dann noch integriert gewesen, ein Stück weit im Amblack-Verein. Mhm. Also ich bin mal im Vorstand vom Amblack-Verein gewesen, ich weiß nicht mal mehr wie lang, etwa ein Jahr okay. oder so. Yeah. Und merkte da so ein bisschen, dass dort habe ich wie so einen falschen Blick gehabt, vielleicht auch für das ganze Thema, weil ich bin mehr auf den Blick gesehen, die Distro ist sich am Auflösen, das Bedürfnis hat sich verändert, die Art und Weise, wie man CDs einkauft, hat sich völlig verändert. Das macht irgendwo keinen Sinn mehr. Der Inhaber von dem ist sich am daraus rausziehen gesehen. Ich bin in den Vorstand reingekommen und habe mich gefragt, was ich dort soll. Etwas konnte ich noch mitlancieren, den Unblack Metal Emerging Night, wo wir dann Jahre später unseren ersten Gig spielen. Das habe ich irgendwie noch mit beeinflusst. Aber so im Nachhinein, wenn ich schaue, was um Unblack entstanden ist, ich habe die Vision dort nicht gesehen und bin dann auch aus dem Vorstand raus, weil ich das Gefühl hatte, ich kann gar nichts beitragen, weil ich nur auf das eine Thema das Ding gesehen, ja, und andere haben Format aufgezogen, wo jetzt, ich sage jetzt mal, wir wären auch heute nicht da, wenn es den Amblack-Verein nicht gäbe, weil ja, vieles dort daraus entstanden ist, was dann wieder anders geboren hat. Ja, und das war eine mega spannende Zeit gewesen. Also ich kenne heute noch ein paar Perlen, versteckte Bands, die ich einfach aus dieser Zeit kenne, wo man heute nicht mehr kennt. Es ist halt ein menschlicher Algorithmus, oder? Das ist das Gespräch an einem Tisch und dann hast du irgendwie deine Listen und Zeug und hörst du rein. Und Ja, und ich habe wirklich auch sage jetzt Kunden gehabt, wenn ich wusste, wenn der an den Stand kommt, dann muss ich ihm das und das empfehlen, was neu da ist, weil das ist dem sein Geschmack, oder? Ja. Genau. Eben, und das übernimmt heute irgend so ein automatisch generiertes Ding, das halt dann einfach ausspielt, die das gerne haben, auch gerne das. Ja. Wir hören wieder Musik, und zwar habt ihr mir hier aufgeschrieben in Morning, A Vow to Conquer the Ocean. Und warum ist das auf dieser Liste? Was hat das für eine Bedeutung für euch? Oder aus was ist das Beispiel? Ja, eine von unseren Favorite Mellow Doom Death Bands, wo man einfach muss kennen, unbedingt, wo geniale Diskografie haben. Sind Schweden, sind live genial, mega sympathische Leute. Und wir können leider nur einen kurzen Song-Ausschnitt teilen, aber die haben einfach so viel in ihren Songs drin. Das ist genial. Ja, und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hören wir auch wirklich Bandbreite ein bisschen in dem Ausschnitt. Es tätscht, es hält rein, es groovt, aber es hat dann auch wieder die Schwere, die Atmosphäre. Und das
kann man glaube schon so sagen, also alle von uns bei Ascara feiern die Band und ich glaube, das finden wir irgendwo auch bei uns wieder im Sound. Also, wir hören in Morning a Vow to Conquer the Ocean. Ja, wir kommen zu dem Teil mit den Publikumsfragen auch. Es sind ein paar Sachen reingekommen. Und jetzt ist einfach mal ein Statement, das jemand abgibt. Und zwar schreibt er oder sie: sehr cooles Musikvideo. Wusste nicht, dass man im Metal auch Fahnen schwingt. Mit dem Das habe ich vorher noch nie gesehen, aber ich finde, es ist ein sehr cooles Element, das er reingebracht hat. Mal bei Pantocrator habe ich es vorher auch schon gesehen. Ja. Die haben auch so einen symbolischen Touch, aber ich finde das mit dem letzten Konzert, wenn ich es gesehen habe, auch, wo das gemacht haben. Das ist ein cooles Element, das gut im Griff. Danke. Danke. Vor allem auch Marketing. Auch Marketing und vor allem unseren Gitarrist hat es sehr im Griff. Ich weiß nicht, ob das der Ausschnitt ist vom Musikvideo, das man jetzt gesehen hat, aber er hat da fundierte Erfahrungen. Ja, die eine Frage, wo ich reinkam, ist, wir fangen nochmal zurück. Am Anfang der Frage, so Ehepaar in der Band. Und die Person fragt ja, als Ehepaar entscheidet man gemeinsam. Als Ehepaar in einer Band sprechen dann aber noch andere mit und vertreten andere Interessen. Wie geht ihr damit um in einer demokratischen Band, das wie man es genannt hat? Zusammen habt ihr ja immer 50%. Also einen der anderen zwei überzeugen, überschwatzen. Mit Aktien, gell? Aktienanteil, das zweite, clever. Genau. Also ich würde mal sagen, grundsätzlich sind wir wirklich eine demokratische Band, wo jeder genau gleich viel Entscheidungskraft hat. Und muss auch sagen, wir haben nicht immer die gleiche Meinung, nur weil wir irgendwie daheim schon etwas ausdiskutiert haben. Wir reden zwar daheim, also daheim. Band ist oft ein Thema bei uns, weil das einfach unsere grosse Leidenschaft ist mit der Musik, aber es ist nicht so, dass wir zusammen alles vorentscheiden und nachher wird es irgendwie der Band vorgelegt und dann heisst es, ja, jetzt haben wir eine Pattsituation. Ja, und im Gegenteil, wir sind uns dem recht bewusst, dass wir versuchen auch ganz bewusst zu sagen, hey, das diskutieren wir jetzt nicht. Ja. Wir warten, bis wir im Bandraum sind. Weil das ist zusammen und das soll auch zusammen laufen und wir sind nicht Aktionäre mit der 51% mehr. Das ist eben nicht so und das muss man sich aber manchmal auch in Erinnerung rufen. Also ich finde die Frage von dem auch schon passend. Und ob das am Ende vom Tag auch wirklich gelingt, müssen jetzt eigentlich die anderen zwei sagen natürlich. Aber wir versuchen es zumindest von uns aus zu sagen, hey, nein, jetzt wird noch nicht diskutiert und eben, manchmal ist es auch noch eher so, dass wir zwei nicht die gleiche Meinung haben. Also wenn die Frage, wie ist es eigentlich mit einem Ehepaar in der Band, habe ich nicht euch das erste Mal gestellt, sondern die habe ich im Raffi und Benni mal gestellt. Ich fragte, wie tut das eigentlich für euch, so wie diesen zwei? Genau. Und da habe ich gefunden, oh, mal, es kommt, die geht sich Mühe. Ich glaube, es braucht effektiv eben noch Disziplin für die Abläufe. Aber sonst könnte man natürlich schon einfach das Powerplay aufziehen. Eben, wenn man sich dessen nicht bewusst sind, zusammen sind da automatisch in dem Sinne stärker. Ich glaube, da braucht es eben so etwas, dass man auf die gleiche Ebene eben auch kommt und es wirklich fair ist. Ja. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite, es ist ja dann auch ein anderes Spiel. Also wenn wir mal irgendwie, ich sage jetzt Date Night haben, zusammen zu Nacht essen, dann müssen wir uns auch einmal sagen, und jetzt wird mal nicht über die Band geredet. Weil das ist ja dann der Stromkehrschluss, oder, was sehr schnell passieren kann. Und dann musst du auch ein bisschen Psychohygiene betreiben. Das ist eigentlich gar nicht so anders wie bei mir und meiner Frau über die Kirchgemeinde und so. Ja, man muss sagen, das ist ein Teil, das tragen wir zusammen, aber es gibt auch Teile, wo man sagen, jetzt geht es nicht um das. Ja. Mhm. Dann, der Övo schreibt, hey, danke mega, könnt ihr noch etwas ausführen, warum genau dein Metal Worship keinen Platz in diesem Gebetshaus hat? Warum dürft ihr ihn nicht spielen dort? Super Frage. Vielleicht nicht, ist auch jemand nicht am Tisch, der das beantworten muss, oder? Ich glaube. Nein. So wie ich die Gebetshausleitung einschätze, dürften wir absolut Metal spielen. Der Gebetshausleiter ist der, der meistens bei unserem Set auch Fürbitte macht. Es ist oft so, dass man dann im Worship noch ein paar Minuten für etwas
betet. Und er ist immer der, der sagt, oh, endlich wieder mit der E-Gitarre und mach noch den Verstärker. Und er wäre sehr begeistert davon, wenn wir das voll durchziehen würden. Du hast amigs ein bisschen Bedenken, dass du nicht unbedingt möchtest growlen. Also growlen im Gebetshaus und rumschreien. Ja, eben, ich finde, es geht auch wieder in die Richtung, was ich vorher gesagt habe. Wenn halt einfach du nicht Röhrenverstärker hast und von der Anlage schon einen anderen Pop dahinter hast und kein Double Bass und reduziert Schlagzeug, dann finde ich es einfach, fühlt sich nicht richtig an, wenn ich dann noch ins Mikrofon growl und weiss nicht was. Also, ich finde, das passt dann einfach nicht. Aber wenn man dort ein volles Set hat, rein technisch, uns würde nichts im Weg stehen, von innen aus. Ja. Und wir bringen durchaus auch gewisse Metal-Elemente rein, aber wir haben auch schon Metal-Songs gespielt, also Disciple haben wir mal etwas eingebaut, genau. Und Mahida haben wir mal etwas eingebaut. Genau, cool. Aber es ist natürlich, wir sind auch nicht immer vollständig dort, wegen Arbeiten oder Terminen oder so. Und je nachdem, wenn das Instrument fehlt, dann kannst du halt auch nicht gerade den Metal bringen. Aber wir dürften. Ich finde es so spannend, dass, ich glaube, wenn es eben echt ist, du hast vom Set gesagt, du vielleicht auch fehltechnisch oder so. Aber ich habe mal die Erfahrung gemacht, ich war mal eingeladen in Jürgheim, in meinem Gottesdienst, um eben so etwas zu erklären, was wir da noch machen in der Metal-Szene. Und ich habe dann einen Song von Grave Declaration gebraucht, auch mit dem Text und so, wo ja, so die, das ist ja eben Symphonic Black Metal eigentlich vom Stil her und dann thematisch so die ganze Spannung zwischen eben in der Anbetung, auch Klage und alles so. Und da ist eine Frau zu mir und gesagt, hey, das hat sie tief berührt, die hat noch nie Metal gehört voran. Und das ist ja doch, denn durchaus hat ein paar reale Sachen drin, oder? Also, hey, aber das hat mich so angesprochen, ich habe mich wie da in der Seele verstanden gefühlt. Eben nicht nur so ein bisschen happy-clappy, sondern irgendwie ich und Gott und das, was alles im Raum steht. Hey, kannst du mir diesen Song irgendwie geben? So. Und darum habe ich so gedacht, ja, vielleicht wäre es eben schon das auch, vielleicht müssen sie euch jetzt technisch halt Technik zur Verfügung stellen. Aber schon das Element, das ihr vielleicht da könntet reinbringen, wenn die Offenheit da wäre, wo eben niemand anders könnte reinbringen, wo plötzlich eben ein Element auch inhaltlich noch anderen Platz bekommt oder der Inhalt, der vielleicht da ist, plötzlich eben auch einen künstlichen Ausdruck finden, der vielleicht dort passen. Aber das wird sich zeigen, falls das mal nötig ist, keine Ahnung. Aber so vom Prinzip her, wer weiß. Das sind meine Gedanken zu dieser Frage. Aber ich verstand, wenn technisch nicht hast. Ja, also ich meine, wieso sind gewisse Bands berühmt worden, weil sie die grossen Verstärkeranlagen hatten und dann hat man es einfach gespürt, die Musik muss auch spüren und wenn sie nicht springen kann, dann tönt sie in einem dummen Furz irgendwie aus dem Böckchen aus. Ja, ja und auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, wir würden sie nicht machen, wenn wir die Musik, die wir dort spielen, nicht würden mögen. Also das kommt ja dann auch noch dazu. Es ist nicht einfach so, dass wir uns jetzt quälen mit diesen zwei Stunden. Das müssen wir auch nicht machen, nehmen wir nicht an. Ja. Das ist doch gut. Dann eine Frage vor allem an Elia, schreibt jemand. Wie hast oder erlebst du die Entwicklung der Unplugged-Szene, der christlichen Metal-Szene in der Schweiz? Also ich denke, es hat sich extrem viel professionalisiert. Wenn ich daran zurückdenke, wie das am Anfang war, 2005, als ich dazu gestossen bin, ist das auch noch viel ad hoc gelaufen, viel, okay, man macht einfach mal. Hat aber auch den Platz gehabt, muss man vielleicht sagen. Also dort war man einfach froh gewesen, es gibt etwas. Und dann ist man gegangen, egal was es war. Und heute ist das Angebot vielfältig und professionell ausgeweitet. Es gibt viele verschiedene Sachen. Das ist sicher gut, denke ich. Also ich begrüße das eben, wir haben es vorher davon gehabt, wir haben hohe Ansprüche generell. Und das deckt sich natürlich dort. Ich finde eine mega, mega spannende Frage, die ich selber nicht beantworten kann, ist so ein bisschen, was spricht denn ganz Junge an? Wir haben das auch mal in einer Vereinssitzung von Unplugged ist das Thema gewesen, wo es einen Workshop dazu geht. Und ich mir sage, ja, das ist echt noch spannend. Also, wie geht das weiter? Könnte ich nicht abschätzen, könnte ich nicht sehen.
Und auf der anderen Seite denke ich, für mich ist die Szene mega wertvoll und ich glaube, das erleben ganz, ganz viele auch. Und ich hoffe, dass das auch etwas ist, was man weitergeben kann an ganz Junge. Es gibt einen Halt, es gibt einen, ich sage jetzt, wenn man es braucht, einen Zufluchtsort, es gibt eine Heimat für viele, wo sie schon einen Schnitt haben. Und das ist mega, mega wertvoll. Und gleichzeitig finde ich, und ich glaube, das gelingt relativ gut, in der Schweiz jetzt zumindest, es darf nicht das Abkapseln sein, so eine Metal-Szene und dann noch die christliche Metal-Szene, sondern irgendwie, es ist Metal-Szene. Und ich glaube, das dürfen wir nie vergessen, unter dem Strich. Ja, eben. Wir stellen die Frage, die wir eigentlich immer am Schluss stellen. So Metal Church, wie nehmt ihr Metal Church wahr? Was seht ihr? Was beobachtet ihr? Was wünscht ihr euch? Was stört euch? Was findet ihr super? Sie sind natürlich jetzt schon so oft auf der Bühne gestanden. Ist eine andere Frage als für viele. Aber ja, was ist Metal Church? Was ist euch Bezug dazu? Also für mich eins der wichtigsten Elemente ist das Förderelement. Ich finde, Metal Church hat dort eine mega wichtige Aufgabe, junge Leute zu fördern in verschiedenen Bereichen, ob das jetzt Tontechnik, Band, organisieren ist. Das finde ich einen mega wichtigen Aspekt, wie ich vorhin mal gesagt habe. Ich habe geholfen, die Metal Emerging Night ein bisschen die Idee zu kreieren, das hat ja genau der Fördergedanke. Du kannst mal die erste Konzert spielen als junge Band und hast trotzdem ein bisschen Publikum. Und ich glaube, der Teil deckt für mich Metal Church mega gut ab und finde ich mega, mega wichtig, dass das existiert und dass das Platz hat. Das ist für mich etwas vom Zentralsten und auch einfach, also blöd gesagt, das ist jetzt sehr egoistisch, aber das wird vielen Musikern so gehen. Coolen Auftrittsort können haben, wo man immer wieder mal spielen kann. Man weiss, es hat eine gewisse Grundqualität, von wie es organisiert ist. Man weiss, es hat eine gewisse Anzahl an Leuten. Das schätze ich jetzt an einem Heavy Sanctum genau gleich, wie wenn ich schätze, dass man in einer Metbar ist, weil du oft weißt, es läuft, es ist gut organisiert. So Themen. Hätte ich jetzt gesagt. Stimme ich absolut zu. Also was ich sehr schön finde und mich sehr anspricht, ist auch das ästhetische Konzept und die Vision von der Metal Church, die wirklich von A bis Z finde ich fundiert ist, durchdenkt ist, biblisch wirklich auch verhebt und aber auch durch die Ästhetik die Szene uns, mich wirklich anspricht. Also dort anknüpft, wo mein Herz schlägt oder wo der Puls ist. Und dass es wirklich auch so durchdacht ist. Was ich mir manchmal noch mehr wünschen würde, ist, aber ich glaube, das ist daran geschuldet, dass wir eben in Basel wohnen und halt eben doch ein bisschen am Rand von der Schweiz aussen. Ist halt die Nähe, das Treffen, sich sehen, das Regelmäßige, die Gemeinschaft, das ist jetzt sowieso erschwert. Aber als im Basler Eckgenossen, ja, ist das, glaube ich, ein bisschen unser Problem, oder ja? Vielleicht vom Ästhetischen noch, und das muss, glaube ich, der Sammy beantworten. Was mich schon immer Wunder genommen hat, ich finde, nebst dem Namen Metal Church erinnert das Logo natürlich auch an das Bandlogo von Metal Church. Hat das je ein Problem gegeben? Weil das wäre zum Beispiel etwas, was ich am Anfang, als ich das erste Mal gesehen habe, weiss ich noch, da habe ich leer geschluckt. Und dachte, gefährlich. Genau. Nein, es hat kein Problem gegeben. Der Punkt war, wo wir die Metal Church gestartet haben, ist die Band mehr oder weniger offiziell aufgelöst gewesen zu diesem Zeitpunkt. Das war, sie sind dann noch kurz darauf ab, wo wir gestartet haben, wieder zurückgekommen. Also ich habe mir das überlegt. Und ich dachte, der Name ist mir schon lange durch den Kopf gegangen, bevor ich überhaupt die Band kennen habe. Also es war so, gewesen, dort in der Region, wo ich aufgewachsen bin, hat es einen Gospel-Gottesdienst gegeben und das war Gospel Church. Das hat einfach, das hat mega Leute gehabt dort oben. Und wo die Frage von Stau ist, an die Idee, aus der Frage aus dem Hands Elements of Rock, die Firma Gottesdienste mit Metaller, aber keine Metal-Gottesdienste.
wie könnte das gehen? Wir haben am Anfang ja keine Ahnung gehabt. Eigentlich hat der Metal und die Szene noch nicht verstanden. Einfach etwas gespürt davon, dass da noch etwas mehr glaub, müsste geben. Es war dann ein längerer Weg gewesen, bis wir dann 6 Jahre zwischen den ersten Ideen und dem dann noch auch den ersten Gottesdienst zu feiern. Habe ich, jetzt habe ich den Vater verloren. Metal Church, Name, Band. Genau. Eben war die Idee gewesen, Gospel Church, wenn man so etwas mich oder auf Metal, dann könnte man den Metal Church sagen, oder? Und ich denke mir, da gibt es noch eine Band, und die hat ein geiles Logo, und ich kann es nicht kopieren, aber nachher, die Band gibt es ja gar nicht mehr. Hey, grandios. Und habe ich wirklich angeguckt, habe das Logo genommen, und so, okay, also vom Stil, habe die Buchstaben angeschaut und habe die auch abzeichnet, beziehungsweise habe jeder Buchstaben anders gemacht, aber es war klar, das war im Hintergrund gewesen, logisch. Okay. Und nachher, Problem hat es aber keine gegeben. Zum Glück, bis heute nicht. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, also ich habe dem Kurt Vanderhoeven mal geschrieben. Zeitlang war der als Person sichtbar auf Facebook. Ich habe ihm mal von unserem, durchaus Projekt gewesen, erzählt. Ihm geschrieben und gefragt, ist das ein Problem? Und dann hat er gefunden, nein, also wenn es wie klar ist, dass wir nicht Band sind und die Verwechslung. Und eben er, von seinem Hintergrund her, auch als Christ, fände es gut, wenn wir das machen. So. Aber eben so die Verwechslungsgefahr wäre einfach noch wichtig. Und darum gibt es bis heute auf unserer Website einen Link zu der offiziellen Bandpage quasi. Ja. Was ich dann nicht gemacht habe, ist, es gibt zwischendrin mal Leute, die auf Facebook falsch taggen. Also halt die Band, wo ich das Video zur Band irgendwie posten oder so und dann uns taggen. Und ich schaue es dann manchmal gut an und es war bis jetzt noch nie das Problem gewesen, dass sie etwas uns getaggt haben, das nicht passt, gefunden, ja, das nehmen wir jetzt auf unsere Mühle, das bisschen Wasser. Sie meistens so irgendwie Leute aus Amerika oder Australien oder so gewesen. Das ist das Einzige. Nein, wir nie ein Problem mit der Band. Das Einzige, was wir dann gemerkt haben, jetzt, wo wir euch ja, CD gemacht haben, oder quasi Metal Church Problem, Band, das ja. hätte ein Thema sein, wenn wir es verkauft hätten oder so, hätte sich plötzlich ein Problem geben können. Und darum ist, glaube ich, die Entwicklung auch. Ja, jetzt haben wir ja Bandnamen. Jetzt gibt es eine zweite Metal Church Band, also hat man einen Bandnamen gebraucht, quasi nicht nur einen Funktionsnamen. Ich denke, die Frage ist in Zukunft geklärt. Ja, wenn es auch um Veröffentlichungen sollte gehen. Aber ich dachte, das kann sein, dass es das mal bereicht und wenn das noch jemand wäre, das ist ein Problem. Mhm. Die Band hat im Moment ein anderes Problem. Sie haben seit dem Selbstmord von Michael leider keinen Sänger mehr. Von dem her, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, was dort wird weitergehen. Ich wünsche ihnen, oder würde mir wünschen, dass die Band wieder einen Sänger findet. Aber andererseits, ja, wir werden es sehen. So, ist das eine Antwort? Ja, absolut, absolut. Genau. Aber ich bin wieder auch darauf angesprochen worden. Ja, aber das Gefühl kann man halt nicht einfach ein bisschen spielen damit. Ja. Ja, wir sind, glaube ich, von dem her, am Schluss gibt es irgendetwas, wo man sagt, das ist jetzt, hätte er unbedingt noch sagen wollen, oder das müssten wir den Leuten zu Hause noch mit auf den Weg geben? Das ist eine gute Frage. Also ich denke, vielleicht noch so abschließend, eben, wir haben es beim Podcast kurz angesprochen, wir finden es immer spannend zu diskutieren und vielleicht wird auch der eine oder andere mal noch wollen, etwas ansprechen, dann dürfen wir auf uns zukommen, wenn man uns irgendwo sieht und antrifft. Kein Problem, wir dürfen uns auch im Nachhinein noch schreiben, sehr gern. Auch die Einladung für das, ja? Ja, unbedingt. Okay. Was mir noch zurückbleibt, wo du eben so gesagt hast, ja, du bist eigentlich, wir sind da zusammen mal am Anfang, wo wir den Anblickverein gegründet haben, wie quasi, abgesehen, dass EOR nicht alles muss tragen, bist du dabei gewesen und hast du dich quasi anders orientiert. Und gleichzeitig merke ich, wir sind ja an den gleichen Themen dran, aber ich glaube, unsere Anzeige anzupacken ist nicht ganz so unterschiedlich. So. Ich finde es mega cool, dürfen wir da miteinander weg sein und bin gespannt, was da das Kreuzen und auf dem Weg immer wieder darf weiter entstehen. Ich bin mega gespannt und finde es toll, zurückzuschauen und zu sehen, ja, wir sind eben an verschiedenen Ecken dran, aber wir sind zusammen dran, weil wir da gleich her haben und das ist cool. Merci vielmals für euch dranbleiben und dürfen weiter da unterwegs sein. Ja, danke vielmals. Also wir finden es auch cool und wir schätzen es, haben wir heute dürfen Gast sein. Vor allem, danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Ein spannendes Gespräch auch gewesen. Wunderbar. Ja, wie geht es weiter? Es ist nicht das letzte Heavy Metal in diesem Jahr. Das nächste wird sein am 4. März. Dann haben wir Anna Höpflinger zu Gast.
Anna ist promovierte Religionswissenschaftlerin, mittlerweile auch habilitiert. Und sie forscht nicht nur zum Thema Religion, sondern auch zum Thema Metal. Also da haben wir wirklich jemanden, der ganz fundiert wieder Auskunft geben kann. Ich freue mich mega drauf. Nachher haben wir die Sommerpause und nach der, im Herbst geht es dann wieder weiter, wenn es langsam wieder dunkler wird. Wir hoffen, dass wir im März wirklich hybrid machen können. Also dass wirklich auch Gäste hier in der Kirche von euch könnt dabei sein, wenn ihr das möchtet. Aber ja, wir wissen alle nicht, wie es wird. Wir schauen und ihr hört. Aber Livestream, das wird sicher möglich sein, egal was noch kommt. Denken wir. Ja, wieder gerne mit anderen diskutieren und nicht nur einen Podcast hören, sondern auch face-to-face über wichtige Lebensfragen und Glaubensfragen gerne diskutieren. Für das hat Metal Church Bibelbier und Metal. Wir haben zwei Standorte in Niederbipp und in Wimmis. Das nächste Treffen in Wimmis ist geplant am 27. Januar, also nächsten Donnerstag in einer Woche. Und dort das Niederbipp, wo dann aber primär virtuell stattfindet, am 11. Februar, würde ich uns freuen, wenn ihr dort auch einfach auch würdet reingehen, wenn ihr gerne diskutiert und mit anderen kritisch nachdenkt. Wie Sanktum ist auch immer wieder gefallen als Stichwort. Der nächste, unser grosses Event, ist am 5. Februar. Auch dort, also in zwei Wochen, morgen zwei Wochen. Wir wissen auch nicht, was die Welle macht und tut. Wir haben geplant. Wir schauen, wie das umsetzbar ist. Auch dort gehört. Geplant ist Konzert von Freak Kings und Dreams in Fragments. Und der Silas und seine Freunde sind dran im Gottesdienst mit Melodic Confession. Und dann gibt es ein Thema, ein Projekt im Herbst. Schottland, Silas, sag noch mal etwas dazu. Ja, also ich wähle eine Kamera aus, die hier. Hallo, Kamera. Ich gehe viel und gerne auf Schottland. Und wenn man etwas gerne macht, tut man das ja auch gerne teilen. Und darum, wenn du möchtest mitkommen im Herbst, und zwar, es spitzt sich langsam zu, es wird wahrscheinlich die erste Oktoberwoche, dann melde du dich bei mir. Was wir vorhaben, kommt darauf an, wer mitkommt. Aber Schottland hat einen riesen Fundus an Sachen zu bieten, über historische Sachen, also irgendwie uralte Burgen und Steinkreise, über spannende kirchengeschichtliche Sachen. Also es hat Kloster und ganz viele spannende Sachen, die man anschauen kann. Es hat Musik, es hat Städte, es hat Meer, es hat alles Mögliche. Und darum, wenn du dich interessierst dafür, dann melde dich doch bei mir. Und es haben schon ein paar Leute sich gemeldet. Und es wird ein Gruppli geben und ich freue mich. Es wird super. Ja. Wenn du up to date bleiben, was in der Metal Church läuft, was wir machen und auch sonst Inputs, Herausforderungen, dann abonniert euch unseren E-Mail-Newsletter oder den WhatsApp-Broadcast oder den Google-Kalender von unserem Dachverein Amblec, den ihr bei uns auf der Website findet, wo man aktuell abonnieren kann, dass man weiss, was alles wenn wie läuft. Oder unsere Social-Media-Kanäle und Streaming-Plattformen. Ihr findet das alles auf der Website. Klinkt euch ein, meldet euch an, wenn ihr nicht sowieso so organisiert sind, dass ihr immer alles schön einträgt. Und das Ganze hier, Metal Church lebt davon, dass sich Leute freiwillig einbringen, mittragen und auch nicht nur die einen helfen, die anderen helfen mit Geld. Vielleicht ist das auch etwas für dich, mitschaffen oder mit Menopolis mittragen. Es gibt eine Gönnerschaft, wo man sich fix kann verpflichten kann, zu mittragen oder dürfen auch einfach gerne, wenn ihr das könnt, am Schluss noch per Twint etwas einzahlen, dass wir die ganze Sache da weitermachen und die Verbindlichkeiten noch decken. Ja, das war es vom Heavy Mental heute Abend. Schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Fühlt euch Gott.